Guten Abend und willkommen zu einem kleinen Experiment. Wir spielen Mass Effect und das ist nicht das erste Mal, dass wir Mass Effect spielen, in dieser Zusammensetzung allerdings vielleicht. Nur das letzte Mal haben wir es mit einem System von Fantasy Flight gespielt und heute probieren wir es mal mit einer Abwandlung von D&D aus, einfach weil wir es können und weil es vielleicht auch ein bisschen besser zu dem Tempo passt, das man da anstreben könnte. Mass Effect sollte euch allen hoffentlich vertraut sein. Wenn nicht, dann Gratulation, steht euch noch bevor, eine der coolsten Science-Fiction-Welten der letzten Jahrzehnte kennenzulernen und ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Vielleicht werdet ihr dann aber viele Fragezeichen über dem Kopf schweben haben, wenn wir jetzt gleich losspielen. Und bei mir, um das Ganze auszuprobieren, sind WTF von Ockig im Geschmack als veroverte Carla, ein Asari-Kommando. Hallo WTF! Hallo, guten Tag! Fühlst du dich schon blau? Ich immer. Von morgens bis abends fühle ich mich blau. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr, dich dabei zu haben als unsere tentakelköpfige, blaue, langlebige, übernatürlich begabte, sexy Weltraumfrau. Ah, okay. Ja, die Design-Notes, glaube ich, bei den Asari waren sehr klar. Dafür waren die Leute vielleicht ein bisschen verwirrt, als sie beschlossen haben, eine quallenartige, höchst religiöse Spezies einzuführen und dann als Gag daraus noch einen Actionfilmstar rauszupicken. Walker spielt nämlich Kiron, einen Hanar, der Stuntman ist. Hallo Walker. Ihr wünscht einen angenehmen Abend. Dankeschön. Ach, immer so höflich, die Hanar, das freut mich doch sehr. Und zu guter Letzt unser Fachmensch für Mass Effect überhaupt, die Person in meinem Bekanntenkreis, die die Spiele wohl am häufigsten durchgespielt hat. Florian ist hier als Niftukal, eine Figur direkt aus dem Spiel, nämlich der biotische Gott. Will ich hoffen, dass das wahrgenommen wird. Meine Geschichte muss erzählt werden. Wunderbar. Das heißt, wir haben eine Truppe dabei ohne Menschen, also sie wird von Menschen gespielt offensichtlich, aber nur mit guten, eingebürgerten, braven Angehörigen verschiedenster Spezies. Und eine davon tatsächlich ja auch vom Citadel-Rat mit einer Asari. Und ganz kurz noch, das ist hier wie gesagt ein kleines Experiment. Wir schauen einfach mal, wie es läuft und wie sich das anfühlt und dann, ob wir vielleicht damit auch weiterspielen wollen. Und auch aus gesundheitlichen Gründen bin ich nicht unglaublich tierisch vorbereitet. Das heißt, heute kann ich mal wieder meine Improvisation ausprobieren und gucken, wie weit sie mich bringt. Und euch. Schauen wir mal. Also, ihr Lieben, wir spielen auf der Citadel. Es ist das Jahr, menschliche Rechnung, 2185. Das ist natürlich für jede eurer Spezies wiederum etwas anderes. Entscheidend ist, dass vor kurzem es einen kuriosen Angriff auf die Citadel-Station gab von einem großen, bizarren, insektoiden Schiff. Und die menschliche Flotte damals große Teile von ihrem Material und von den Menschen an Bord geopfert hat, um den Rat zu retten, um dieses Raumschiff zu vernichten, das angeblich auf den Namen Sovereign hörte. Und seither ist die Citadel wieder im Aufbau begriffen und die Gerüchte darüber, was genau das war, was war Sovereign für ein Schiff, was ist da los, was ist mit diesem menschlichen Spekter und was passierte überhaupt gerade in der Galaxis, die sind in alle Richtungen gewuchert und haben sich zu einem solchen Einheitsbrei wieder zusammengerührt, dass inzwischen niemand mehr so recht weiß, was passiert ist, außer dort war ein sehr großes Schiff und es hat sehr viel Schaden angerichtet. Aber heute ist das Ziel von euch allen dreien, einer der Arme der Station, der nicht so schlimm mitgenommen worden ist von dem Angriff damals. Nämlich der Kitoi-Arm oder Kitoi-Ward, wie manche Leute auch sagen, der dafür bekannt ist, auch ohnehin vorher schon eine von den schöneren Armen der Station gewesen zu sein. Wer mit der Citadel nicht so vertraut ist, die besteht aus einem Ring, dem Präsidium, wo die Schwerkraft auf eine seltsame Art und Weise so gekrümmt ist, dass man im Endeffekt die ganze Zeit die Steigung hochschaut, während man durch die hübsch angelegten Parks dort läuft. Dort sind die edleren Geschäfte, dort sind die verschiedenen Abgesandtschaften der Spezies, die zum Citadel-Rat gehören oder dazugehören wollen. Und ein Turm ragt wie eine Speiche in die Mitte dieses Rades hinein, wo der Rat selbst tagt. Und die Arme der Station dann,
Die sind der Bereich, in dem die ganz normalen Leute wohnen, egal welcher Spezies sie angehören und wo gearbeitet wird, aber wo auch Kunst geschaffen wird. Und dafür ist der Kitoi-Arm durchaus bekannt, der eine ganze Reihe von Theatern und Bibliotheken und dergleichen auch aufweist. An diesem Tag allerdings nähern sich unsere drei Figuren hier. Helden will ich sie noch nicht nennen, das werden wir erstmal im Laufe der Zeit feststellen müssen, ob das verdient ist. Einem Fahrstuhl, der sie in einen der hinteren Teile bringen wird, und zwar mit dem Ziel eines Clubs. Und ihr habt alle vor, dort ein Gespräch mit jemandem zu führen, wenn auch vielleicht aus unterschiedlichen Gründen. Der Fahrstuhl öffnet sich, es kommen eine ganze Reihe verschiedener Leute heraus. Ein Batarianer, der grummelnd sich durch die Menge schiebt. Zwei Asari, die sich miteinander unterhalten, während Volus ihnen hinterhertappt und sagt, trotzdem der Meinung, dass man diese Geschäftsmöglichkeiten nicht unbedingt außer Acht lassen sollte. Entschuldigung, Entschuldigung, ach, Unverschämtheit. Und dann das Gespräch so langsam verschwindet und ihr könnt zu dritt in diesen Fahrstuhl steigen, in dem ihr tatsächlich dann auch alleine seid. Setzt sich langsam in Bewegung, quälend langsam wie meistens. Leise läuft Musik im Hintergrund. Die Galactic News fangen an zu laufen und berichten davon, dass möglicherweise ein neuer Erstkontakt hergestellt wurde. Eine Spezies namens Kirik auf dem Planeten Ekram hat möglicherweise eine höhere Intelligenz als angenommen und verfügt als Schwarm über abiotische Fähigkeiten. Aktuell werden auch weitere Forschungen angestellt. Die nächste Saison von der Überlebensshow Du, ich und der Hannah dort drüben werden erstmal auf Eis gelegt aufgrund der Proteste, die die Hannah Exploitation weiterhin vorwärts tragen. Gleichzeitig allerdings heißt es aus internen Kreisen, dass weiterhin an einem neuen Blasto-Film gearbeitet wird, die offensichtlich über diese Kritik mittlerweile gänzlich erhaben sind. Und da steht ihr. Ein Asari. Ein leise vor sich hin schwebender Hannah, der übrigens für die Asari und für den Volus verdächtig vertraut aussieht. Als hättet ihr den schon mal gesehen oder jemanden, der ihm sehr ähnlich sieht. Und ein Volus, der leise in seinen Druckanzug schnauft in dem Fahrstuhl. Und dann hält der Fahrstuhl an mit einem Knacken und Knirschen. Das Licht flackert und geht aus. Oh, was ist denn hier los? Vielleicht ein technischer Defekt, das ist sicher gleich vorbei. Die ganze Raumstation im bekannten Universum und sie kriegen es nicht hin, die verdammten Aufzüge am Laufen zu halten. Selbst ich wäre auf den Treppen manchmal schneller unterwegs. Vielleicht waren wir einfach etwas schwer beladen und ich mustere den Volus. Ich vibriere ein bisschen auf den kleinen Joke. Ein angebrachter Scherz. Es gibt ein Flackern, dann geht's wieder. Wieso seid ihr so schwer gerüstet? Ich denke, ich bin nicht diejenige, die hier am meisten beisteuert. Ihnen ist schon bewusst, dass gerade eben wesentlich mehr Leute ausgestiegen sind, als hier drin sind. Ihr seid gut im Zählen. Ich wollte es einfach halten. Es wird einfach nur ein kleiner Defekt sein. Kein Grund zur Aufregung. Die Notbeleuchtung flackert wieder. Der Fahrstuhl ruckt kurz einen Moment, hält dann wieder an. Einer von den Bildschirmen auf der Seite flackert auf und fängt an, Informationen zu zeigen darüber, wie man im Notfall den Fahrstuhl verlassen kann und dass man in einem Notfall einen Fahrstuhl eigentlich gar nicht erst betreten sollte. Zeigt es mir an, wo eine Notklappe ist? Ja, tatsächlich würde sich über euch eine befinden zum Ausstieg. Kann ich so hochschweben oder kann ich nur so hovern? Das weiß ich nicht. Du, wie alle Hanar, die ihren Heimatplaneten Kage verlassen, verfügst ja über einen
ein kleines, sehr dezent angebrachtes Modul, das es dir erlaubt, auf einem Masseeffektfeld zu schweben. Mit einer kurzen Manipulation mit zwei deiner Tentakel gleitest du langsam aufwärts, bis deine wobbeligen Rückenstacheln das Dach berühren würden und du mit deinen Tentakeln auch mühelos greifen kannst. Das würde ich natürlich tun. Dieser hier öffnet gleich die Luke. Dann gib mir doch mal einen Athletikwurf. Einen Athletikwurf, aber natürlich kriegst du den. Es waren 20, ja. 13 und Athletik habe ich plus 4. Ja, 17. Ja. Das heißt, du wickelst deine Tentakel einmal sauber drum und dann mit überraschender Stärke, gerade für einen Hanna, ziehst du den Hebel nach unten, schiebst ihn von dir weg, wie die Anleitung es sagt, und stemmst dann die Luke auf. Trockene und etwas abgestandene Luft dringt herein und du kannst über euch den Schacht sehen und dass die Öffnung, die Tür, aus der ihr den eigentlich hättet verlassen wollen, wirklich nur noch vielleicht 1-2 Meter über euch war. Das heißt, ihr seid wirklich ganz knapp vor eurem Ziel hängen geblieben. Nun, ihr könnt mir folgen. Unser Ausstieg ist nahe. Und ich würde dann so hochfliegen. Das heißt, du schwebst ja elegant da oben raus und zu der Tür herüber. Was machen denn Faova und Niftu? Ich würde Niftu zu nicken und ihm den Vortritt lassen. Ich weiß, die Luke ist so... Hanna, 2 Schritte über dem Kopf. Weite Flächen bevorzugen. Aber man, so ungeduldig habe ich sie auch noch nicht erlebt. Und ich würde mein Omni-Tool, das ich ja eingetragen bekommen habe, bemühen, um festzustellen, was genau den Aufzug jetzt außer Gefecht gesetzt hat. Ob das die Sicherheitsüberbrückung oder irgendwas anderes gewesen ist. Sehr schön. Dafür verwenden wir, wir benutzen hier einfach ein mehr oder weniger normale D&D-Charakterbögen. Und ich deute jetzt mal um, dass arkanes Wissen einfach Technologie ist. Da bin ich geübt drin. Siehst du? Und ich habe eine 20 gewürfelt. Ah, gut, tatsächlich. Also du tippst auf deinem Omni-Tool kurz herum und es zeigt dir an, dass tatsächlich die Verbindung mit den meisten Nachrichtendiensten der Citadel-Station unterbrochen worden sind. Und was, eine natürliche 20 oder eine dreckige 20? Eine natürliche 20. Also und als du ein bisschen zurückscrollst, du hast das ja etwas aufgebessert, auch nicht immer mit zwingend überall legalen Modulen, aber ich meine, du kommst von Ilum, da ist die Bandbreite halt sehr viel größer von Dingen, die man bekommen kann, dass tatsächlich jemand mit einem Befehl das lahmgelegt hat. Irgendjemand hat gezielt die Energie und die Kommunikation abgeschnitten. Kann ich die für den einen Aufzug überbrücken? Mit der 20, ja. Also mit ein paar kurzen Einstellungen. Dann flackert das Licht wieder auf und Chiron wird unangenehm an seine Tentakel gestupst, als der Fahrstuhl sich auf einmal wieder in Bewegung setzt. Oh. Ich würde mich da wieder in den Fahrstuhl setzen. Er kommt wieder hereingesunken und dann öffnet sich mit einem Ächzen und Stöhnen die Tür zur Seite. Auf der anderen Seite seht ihr einen Salarianer, der ebenfalls auf seinem Omnitool herumdrückt und jetzt erschrocken aufschaut. Oh, Verzeihung, mir war nicht klar, dass Leute in dem Fahrstuhl sind, aber ich bin sehr erleichtert, selbstverständlich, darüber, dass ihr es rausgeschafft habt. Entwickelt mit seinen großen Augen. Habt ihr ihn abgestellt? Ich? Was? Nein, ich bin nur zufälliger Passant und vorbeigekommen und dachte mir, ich könnte vielleicht Hilfe leisten. Ich bin Techniker. Sagt er, kann man abchecken, ob er die Wahrheit sagt? Blinzelt er besonders häufig oder redet noch schneller als sonst? Ja, die Inside-Motiv erkennen funktioniert auch bei Salarianen. Nice. Da habe ich ja Minus drauf. 16. Der ist tatsächlich selbst für einen Salarianer ein bisschen sehr nervös und viel am Zwinkern. Und der hebt jetzt die Hände und macht so ein paar Schritte von euch zurück. Ich sehe ja, aber euch geht es gut und ihr habt keinen Schaden genommen und das sollte man sicherlich irgendwo melden. Ich werde mich mal dann darum kümmern, dass Leute Bescheid wissen, dass es hier eine Fehlfunktion gab. Aha. Und dann dreht er sich um und treibt davon. In welche Richtung läuft er?
den Gang nach links runter, wo den Anzeigen nach, die ein bisschen flackernd und blass in der Luft hängen, es tatsächlich auch zum Deep Blue geht, dem Club, zu dem ihr alle wollt, um dort jemanden zu treffen. Valeriana, anstrengend, vor allem bei Geschäftsverhandlungen. Und dann tapst Nifu los in Richtung vom Club. Kiron würde ihm hinterher schweben. Ich würde mich noch gerne kurz umgucken, um zu sehen, ob da noch weitere Leute standen, die vielleicht in Sichtweite sind. Du siehst einen Menschen, der in einer etwas bunt zusammengewürfelten Rüstung an der Wand gelehnt steht und ebenfalls auf seinem Omnitool gerade ein paar Sachen macht, hochschaut, in deine Richtung schaut und dann fragende Augenbraue hochzieht. Ich nick ihm zu und dann folge ich den anderen beiden Richtung Club. Es kommt euch leise Musik dagegen entgegen, offensichtlich ist das keiner von den, sag ich mal, Tanzclubs, von denen es in Sakira mehrere geben soll, sondern als ihr euch dann nähert und die Türen aufgehen, eher wirklich einer, wo man sich für Geschäftliches trifft, wo man in Ruhe was essen und was trinken kann. Und auf drei verschiedenen Ebenen, die ein bisschen ineinander verschachtelt sind, seht ihr eine ganze Reihe von kleinen Sitzgruppen für verschiedenste Spezies angerichtet und Bars. Eine Bar mehr oder weniger, die sich durch die drei Ebenen hindurchzieht, wo die Leute, die dahinter stehen, rauf und runter fahren können, beziehungsweise auf schwebenden Plattformen rauf und runter kommen können. Unten ist ein Turianer, der gerade damit beschäftigt ist, etwas zusammen zu mixen, mit seinen Mandibeln kurz flackert, als er hochschaut. Die Gesichtsbemalung, wenn man sich auskennen würde, könnte man sagen, von welcher Kolonie er kommt, aber ich weiß nicht, ob ihr so intim mit der Kultur von ihm seid. Ansonsten, er hat eine blaue Bemalung und wirkt wie die meisten Turianer mehr oder weniger uninteressiert an was auch immer ihr da tut, bis auf ein leichtes Nicken hin, als er euch als Gäste begrüßt. Die Leute hier scheinen entspannt zu sein und nicht mitbekommen zu haben, dass vielleicht irgendwo da draußen was schiefgegangen ist. Was denn, meine Mitreisenden? Dieser hier wünscht euch einen wundervollen Abend und viel Erfolg bei dem, was euch bevorsteht. Und würde dann von dannen schweben. Ja, ja, viel Erfolg bei zur Bar. Transaktion. Du schwebst zur Bar. Was macht Niftu? Nifto würde sein Omnitool, das die Asari anfunken, die ihm mit dem er den Termin hat, und fragen, wo sie sich befinden, wer tut. Also den Treffpunkt nochmal innerhalb der Bar aktualisieren, weil. Du bekommst zurück. Zweite Ebene hinten rechts. Der Termin war jetzt? Fragezeichen. Ich gucke auf die Stationsuhr. Ja, du bist dir ziemlich sicher. Ja. Ja, eindeutig. Die interne Stationsuhr habe ich nach Ilium, Rückflug aus Ilium angeglichen. Dann kommen sie hoch. Was macht Faova? Ich gucke den kleinen, davon stolpernden Volos hinterher, schmunzle noch so ein bisschen in mich hinein und dann wüsste ich, wo sie sich normalerweise befindet? Hat sie so einen Stammplatz? Ja, auf der zweiten Ebene hat sie eine Ecke, in der sie sich meistens aufhält, wenn sie ihre Geschäfte erledigt. Das heißt, mit ein paar schnellen Schritten hast du den Volus überholt. Und siehst tatsächlich auch hinten deine Mutter sitzen mit einer Reihe von Volo-Emittern und dergleichen vor sich auf dem Tisch, die gerade ein paar Sachen hin und her wischt. Eine Drohne schwebt ihr links über der Schulter und beobachtet, was sie da tut, bereit, irgendwelche Sachen aufzunehmen oder abzuspielen. Und dann schaut sie hoch. Ah, Faova. Ach, Mutter, hätte ich gewusst, dass es so anstrengend ist, bei dir zu landen, dann hätte ich mir den Besuch doppelt überlegt. Aber ich bin so froh, dass du hier bist. Komm her. Sie drückt dich erstmal kurz, legt ihren Kopf seitlich an deinen, während sie einmal tief durchatmet. Es ist so gut, dich zu sehen. Wie lange warst du? Zu lange. Zu lange. Lange. Liebes, ich fürchte, es gab eine Verwechslung. Ich habe wohl einen weiteren Termin jetzt gleichzeitig, wenn du... Oh. Es wird aber sicherlich kein Problem sein. Setz dich, was möchtest du trinken? Gib mir das Gleiche wie immer. Oh, natürlich. Sie macht eine Geste zu dem Barkeeper.
ein Mensch, der zurücknickt und anfängt, irgendwas zusammenzumischen. Immerhin, Menschen haben die gleich rumgedrehten Proteine wie ihr. Da kann nicht so viel schief gehen, ihre Aminosäuren sind identisch. Aber ob es schmeckt, ist eine andere Frage. Was macht Chiron währenddessen, der unten zur Bar geschwebt ist? Ich würde einen Tentakel lässig auf die Bar legen und meinen Körper so leicht zum Barkeeper schweben lassen. Schönen guten Abend. Dieser hier sucht Manija Kala. Ein Termin steht an für den nächsten großen Star. Der Turianer zieht die Panzerplatten über seinen Augen etwas zusammen, wackelt kurz mit den Mandibeln, schaut dich an. Du kommst mir echt vertraut vor. Manija ist oben, zweite Ebene, hinten rechts. Weißt du, wie sie aussieht? Das ist eine wertvolle Information. Bitte teilen Sie es mit. Asari, bläulich mit dunkelvioletten Spitzen an den Kopftentakeln, feine weiße Zeichen, schwarzes Kleid. Diese ist zu tiefem Dank verpflichtet. Und ich würde ich habe ja wahrscheinlich ein paar Credits, wenigstens so ein bisschen, und ihm so 5 Credits überweisen. Und als du dann hochschwebst, merkst du, dass immer mal wieder Leute dich anschauen und leise und untereinander flüstern. Und zwei Asari, die daneben stehen. Sieht dir nicht wirklich aus wie Blasto? Also, ich will jetzt nicht sagen, aber mir fällt es wirklich schwer, Hannah auseinanderzuhalten. Oh, das kannst du nicht einfach nicht so sagen. Das ist doch... Und als du oben an der Treppe ankommst, siehst du Faova, beziehungsweise den Namen weißt du ja nicht, die Asari, die mit dir im Fahrstuhl war, im Gespräch mit einer Asari, die der Beschreibung entspricht, die du bekommen hast, und wie der Volus, mit dem du im Fahrstuhl warst, ebenfalls auf die Sitzgruppe, wo die beiden sind, zusteuert. So ein Zufall. Man trifft sich immer wieder. Schönen guten Abend, Mitreisende. Ich nehme an, Sie sind Manija Kala? Ah, ich bin Manija Kala, das ist korrekt. Schatz, das ist Chiron und das ist Neftukai. Einen Gruppentermin hatten Sie gar nicht erwähnt. Da muss meine VI einen Fehler gemacht haben. Ich sollte vielleicht mal auf eine bessere virtuelle Intelligenz upgraden, und sie schaut kurz zu ihrer Drohne. Allerdings, das tut mir wirklich sehr leid. Kann ich Ihnen Getränke ausgeben und dann versuchen wir das Ganze zu klären? Ein Wasser wäre wirklich hervorragend. Ja, dann, was auch immer ihr möchtet von Sie winkt kurz jemand von der Bedienung. Wenn wir das Menü haben könnten, danke. Es wird kurz ein Polo für euch projiziert. Um die Bekanntschaft abzuschließen, mein Name ist Faova. Diesen hier nennt sich Kira. Diesen hier kenne ich schon. Neftu, Karl. Und man sieht, wie er mit einem etwas Anlauf auf die Sitzgelegenheit, also verhältnismäßig hochspringt. Weil hier natürlich die Ecke nicht für Volus gedacht ist. Dann kurz nur zur Orientierung. Neftu, Karl. Es geht um eine Filmung Ihres Lebens, quasi ein Biopic? Ja, das ist die große Errungenschaft des der Volus in Fortschreiten der Biotik. Und der großen Kampf auf Ilium, der dazu führte, mit einer Bande Söldnern und einer Einsatztruppe spezieller Terminus-Soldaten. Eine glorreiche Gelegenheit. Das klingt tatsächlich ausgesprochen spannend. Entschuldigung, ist das nicht auch die Angelegenheit gewesen, wo der erste menschliche Spectre mit hineingezogen wurde, während... Sie sind dort nicht am Commander Shepard begegnet?
Guckt so ein bisschen gestresst, als ob das so der einzige Punkt wäre, der halt immer, wenn er diese Geschichte erzählt, immer wie, sie kennt Shepard, so mal guckt so ein bisschen, also wie ein Volus halt gestresst gucken kann, er guckt so nach links und nach rechts. Möglicherweise war der Commander, Menschen-Commander hier beteiligt. Oh, ich würde mich daneben fallen lassen. Ich habe gehört, er ist heiß. Ist es ein Er? Ich war mir nicht sicher. Oh, ist es eine Sie? Meines Wissens nach ist es eine, auch wenn ich bei den Menschen immer zweimal gucken muss, eine Sie. Oh, ich habe gehört, sie war heiß. Frau Hofer. Kommen wir schon in die Phase? Fragen wird wohl erlaubt sein, oder? Ja, natürlich, aber Menschen. Ich meine, die leben jetzt wirklich ausgesprochen kurz. Aber ganz abgesehen davon, das ist tatsächlich ausgesprochen spannend, wenn auch natürlich die rechte Frage, wenn Shepard mit dabei ist, schwierig wird, weil offensichtlich die Rechte an der Stimme oder zumindest einigen Aussagen 50 verschiedenen Shops hier auf der Citadel gehören, ist es alles eine sehr komische Angelegenheit. Aber wenn wir schon dabei sind, Kiron, vielleicht habt ihr ihn schon erkannt, aber Kiron ist Stunt-Hunter, aber würde sich gerne in ernsten Rollen ausprobieren, richtig? Ja, dieser hier würde es bevorzugen, sein wahres Talent der Schauspielkunst hinzugeben. Das, bei Ihrer Geschichte kam nicht zufällig auch Hannah vor, Neftukal? Nur so ein Gedanke. Nein, die halten sich selten auf Ilium auf. Keine Sorge, diese hier ist wandelbar. Ich kann vieles spielen. Wunderbar. Sie verzieht kurz das Gesicht. Es ist mir alles ausgesprochen peinlich und in Zukunft wird das alles natürlich auch deutlich professioneller sein, aber es ist kein guter Tag, wenn ihr mich für einen Moment entschuldigen würdet. Frau Ufer, bis gleich. Ich bin gleich wieder da. Okay. Sie steht auf, rafft kurz ihre Robe, nickt nochmal in eure Richtung und eilt dann in Richtung der Symbole, die eindeutig sagen, dass es dort Erfrischungsräume gibt, verschiedenster Art für verschiedene Spezies. Ich würde ihr ein bisschen besorgt hinterher schauen. Ist mein Wasser da? Ja. Dann würde ich in den Tentakel reinstecken. Ah, es ist genau richtig, mit verschiedensten Mineralien angereichert. Und es schweben ein paar kleine Fasern von Tang drin, die ihm den perfekten Konsistenz und Geschmack das Kribbeln auf der Haut verleihen. Für Niftukal wird auch etwas gebracht in einem Druckbehälter, damit er es in seinen Anzug einfüllen kann. Und Faova hat den üblichen Drink bekommen. Einen zart blauen Cocktail, in dem eine kleine Blüte schwimmt. So sitzt ihr da mit euren jeweiligen Getränken. Die Drohne deiner Mutter schwebt leise vor sich hin, zirpend auf und ab und auf und ab. Und ein Batarianer kommt an eurer Sitzgruppe vorbei, bleibt stehen, schaut in eure Richtung. Er schaut erst irritiert zu Kiron, zu dem, kenne ich den? Und dann zu Faova, die da sitzt, die Tentakeln, die leichte blaue, purpurne Spitzen haben und die Gesichtszeichnung. Hebt kurz sein Omnitool, schaut drauf, schaut zu dir. Zwinkert mit allen vier Augen und geht weiter und macht eine kleine Geste nach unten. Habe ich das bemerkt? Das habt ihr alle bemerkt, ja. Ah, cool. Frau Azali, Sie scheinen sehr beliebt zu sein. Ich würde sagen, es ist wohl eher meine Mutter, die beliebt ist. Aber wenn sowas genetisch vererbt werden kann, dann wohl ja ein bisschen. Ja, wenn die Aufmerksamkeit eines anderen auf mich gefallen ist und dann wegfällt auf jemand anderen, dann kann das nur bedeuten, dass er auffälliger ist als eine Hannah in einem Club voller Zweifüßer. Also ich muss sagen, auf Ilium ist die Aufmerksamkeit eines Batarianers kein allzu positiver Aspekt des Tages. Glücklicherweise hat der Volus recht. Ist dann hier Vorsicht angebracht? Der Batarianer ist so 10, 15 Schritt entfernt stehen geblieben und schaut jetzt auch runter auf die untere Ebene.
wo eine Gruppe von Leuten eingetreten ist, eine wilde Mischung von Spezies, Batterianer, zwei Vorcher, ein Mensch und in der Mitte ein Elkor, der langsam und ruhig in diese Gruppe einherschreitet. Und was auffällig ist an diesen, ist, dass alle von ihnen Rüstung tragen, anstatt einfach normale Kleidung. Und spätestens jetzt, wo ihr hinschaut, dass sie auch Waffen tragen. Und der Mensch tatsächlich. Und das ist der Mensch, mit dem du vorhin einen Blick ausgetauscht hast, der an dem Fahrstuhl stand, zu der Waffe greift, die er in seinem Rücken an der Rüstung befestigt hat. Kommen die gezielt auf uns zu oder kommen die erstmal nur in den Raum? Die sind erstmal nur stehen geblieben. Der Mensch hebt jetzt die Waffe und schießt einmal in die Luft. Oh. Ringsum ersterben alle Gespräche. Irgendjemand ist offensichtlich auch in die Steuerung gekommen. Die Musik hört mit einem leisen Zirpen und Knirschen plötzlich auf. Alle Blicke richten sich auf diese Gruppe, die da unten in der Mitte des Raumes steht. Der Elkor gibt ein leises Brummen von sich und beginnt dann zu sprechen. Autoritäre Überzeugung. Wenn niemand Widerstand leistet, muss auch niemand verletzt werden. Freundlich, aber bestimmt. Entfernen Sie sämtliche Wertgegenstände von Ihren Körpern und übergeben Sie sie meinen Mitarbeitern. Leicht hämisch, dies ist ein guter Tag für uns und für Sie muss es kein grauenhafter werden. Und die ersten von Ihnen fangen an, zwischen den Reihen hindurchzugehen, wenn ringsum lautes Tuscheln losgeht und die Leute anfangen, etwas panisch nach Schmuck zu greifen oder nach ihren teuren Kommeinheiten oder sonst irgendetwas und die Blicke hin und her gehen. Was tut ihr denn so? Ich hasse es, wenn ich recht habe. Können Hannah seufzen? Ihr seid Fleisch geworden, Seufzer. Ja, ich schweb so ganz leicht ein bisschen nach unten, dass mein Körper so ein bisschen nach vorne hängen, weil ich weiß, dass das für andere Wesen schon symbolisiert, so als würde man den Kopf ein bisschen hängen lassen. Mhm. Und schweb so ein ganzes Stück so, schweb ich dann wieder hoch. Sind die Panzerungen irgendwie markant? Also die sind tatsächlich wild zusammengestellt. Da sind keine Abzeichen von dir bekannten Söldnertruppen drauf. Und als jemand von Ilium kennst du dich mit Söldnertruppen aus. Irgendwo am Nachbartisch winselt ein Vorcher leise. Könnt ihr im Hintergrund hören, der offensichtlich ziemlich verschreckt ist von dem, was da passiert. Die, würdest sogar sagen, die haben gezielt versucht, irgendwelche Kennsymbole, Zeichen oder sonst irgendetwas zu vermeiden. An einigen Stellen sind sogar Dinge von der Rüstung abgekratzt worden. Der Elkor kommt jetzt langsam in Richtung der Treppe gestampft und setzt einen ersten schwere Knöchelfaust drauf, um auszutesten, ob sie ihn tragen wird. Wir sind im zweiten Stock. Wenn Sie auf Ihre Anführer warten, haben wir noch eine Viertelstunde. Meine Mutter ist immer noch verschwunden. Meine Mutter ist immer noch verschwunden, ja. Und du kannst dir vorstellen, dass sie auch nicht zurückkommen wird, während hier draußen ein Überfall stattfindet. Mhm. Beiläufige Überheblichkeit. Es macht keinen Sinn, auf C-Sack zu hoffen. Sämtliche Kommunikation ist unterbrochen worden. Große Selbstsicherheit. Dies wird auf unsere Art und Weise laufen und nicht anders. Ich würde mich mal umblicken, ist irgendwo ein Lüftungsschacht oder so eine Entsorgungsklappe hier oben? Weil irgendwie müssen das Zeug ja auch, was hier oben, ne, müssen auch irgendwie weggeschmissen werden oder Luft. Ne? Du siehst tatsächlich einen Lüftungsschacht, der ein paar Schritte hinter euch, geschmackvoll verborgen hinter einer großen Topfpflanze ist. Beziehungsweise möglicherweise auch einer der Schächte, durch die die Keeper, die insektenhaften Pfleger der Citadel, ungesehen an unterschiedlichste Orte gelangen. Es wäre nach meiner Einschätzung groß genug für unseren kleinen Volus hier. Für den Volus, ja. Also in der Höhe kein Problem, in der Breite könnte es vielleicht eng werden, aber wenn man ein bisschen schubst, dann passt er da rein. Wir sind nicht breiter als die Keeper. Habt ihr gesehen, wie viele Beine die haben? Diese hier würde Flucht starten. Es gibt eine Lüftungsklappe nicht weit von uns. Sie ist auch nur ein Raubüberfall. Der Batterianer, der 15 Schritte von euch entfernt stehen geblieben ist, macht jetzt einen Schritt nach vorne und eine kleine Geste so mit dem Daumen in eure Richtung. Ach. Und der
Elkor stemmt sich mühselig die Treppe hoch und kommt langsam in eure Richtung getrabt, begleitet von einem Mensch und einem Forger. Habt ihr mit dem Batterianer noch eine Rechnung offen? Ich? Nein. Sie kennt keinen Batterianer. Ich würde entspannt sitzen bleiben, bis er es kommt, was kommt. Kommt zu euch. Vertrauensvoll sanft. Dies ist nur eine Tarnung dafür, dass wir dringend mit Ihnen reden müssen. Manija Tökala. Worum geht es denn? Vertrauensvolles Wispern. Bitte tun Sie so, als würden Sie Wertgegenstände abgeben. Ich fange an, in meinen Taschen nach wertvollen technischen Gegenständen zu wühlen, die ich abgeben kann. Ja, das sind so, dein Kommando-Com-Link und andere Dinge. Und dein Omnitool ist ein sehr gutes Modell. Das könnte vielleicht auch jemand haben wollen. Ja, das mache ich ganz am Ende und auch ganz langsam. Wir sind interessiert an Daten, die Sie haben. Verschwörerisch einschmeichelnd. Das ist es doch nicht wert, während eines Überfalls aus Versehen Schaden zu nehmen. Leicht aufgeregt. Es geht um ein Drehbuch. Ein Drehbuch? Mit was für einem Titel? Vorsichtig nachfragend. Befinden sich die Daten in Ihrer Drohne oder Ihrem Comlink? In meinem Comlink. Bitte. Leicht aufgeregt, nehmt es entgegen und checkt den Daten. Der Batterianer tritt vor, der Mensch und der Forger behalten euch im Auge und dann hält ihr Hand in Faover entgegen nach dem Comlink. Ich nehme meinen Comlink ab und übergebe ihn. Ich übergebe ihn. Wird einen Moment dauern, Chef. Wir werden das überprüfen. Angespannt, aber dennoch zufrieden. Vielen Dank. Wir werden nun so tun, als würden wir fortfahren. Bitte bleiben Sie hier. Ich versuche mein Bestes, mein Glas. Langsam wieder von euch weg. Ich versuche mein Glas Wasser zu den Dieben zu schieben, weil ich sonst nichts habe. So mit aller Gewalt so. Ja, schon gut, sagt der Mensch. Wir können sehen, dass Sie kein Edelmetall oder sonst irgendwas bei sich haben. Passt. Der Forscher kommt näher und knirscht mit seinen langen, nadelartigen Zähnen. Aber schmeckt sicher gut. Auf ihm der Mensch ihn einen leichten Klaps auf den Hinterkopf verpasst und ihn weiterzählt. Hör auf, immer so einen Scheiß zu sagen. Und für einen Moment seid ihr zwar nicht unbeobachtet, aber zumindest sind nicht mehr gerade direkt Waffen auf euch gerichtet, wenn der Batterianer ein paar Schritte weggeht und versucht, die Daten von Faofas Gerät auszulesen und offensichtlich dabei sich ein bisschen schwer tut. Und ich gucke sie fragend an. Hä? Und? Was hast du? Ja. Bist du grün? Ach. Das macht so manchmal, wenn die wenn die Grafikkarte etwas überfordert ist. Nee, das macht er dann, wenn ich ein neues Fenster öffne. Moment. Gibt das auch in Blau? Das wäre sehr passend, ja. Oh. Was macht ihr denn da? Abgesehen davon zu versuchen, das Grün wieder loszuwerden. Ja, ich würde unsere Asari angucken und fragen, Drehbuch? Nun, vielleicht habe ich mal ein paar Sätze geschrieben. Ich als Tikala. Ich würde auch so ein Stück an sie ranschrieben, so ist ja tatsächlich nach unten, weil alle sitzen hier.
Diesen hier würde stark interessieren, ob in Ihrem Drehbuch vielleicht eine Rolle für einen neuen hanaischen Star existent ist. Ich gucke, mein schwebender Freund, der Elgor, hielt Sie für Ihre Mutter, wenn ich das richtig verstanden habe. Erneut sage ich es ungern, aber der Vulus hat recht. Das heißt, wenn der Bluff auffliegt, naja, es wäre nicht die erste Kneipenschlägerei für mich, aber die erste auf der Citadel. Wie viele Räuber waren das insgesamt, außer dem Elkor, den Menschen? Insgesamt sind es 7 Leute plus den Elkor. Die sich jetzt inzwischen im ganzen Raum verteilt haben. Würfelt doch mal auf Wahrnehmung, ihr Lieben. Alle, oder? Gerne alle. Ja. Ist es Insight? Nee. Nein, Perception. Ah, Perception, hier. Auf. Ja, ich hab insgesamt 6. Ja. Ich unterbiete mit einer 4. Faufa? 13. Das heißt, du bist die Einzige, während der Volos neben dir leise vor sich hinschimpft, aber recht hat. Und der Hanar immer näher heranschwebt, in der Hoffnung, offensichtlich eine Rolle zu ergattern in einem Drehbuch, das du nicht hast. Siehst du hinten, wie die Tür zu einem der Räume, Erfrischungsräume leicht aufgeht und kurz seine Mutter einen Blick rausriskiert und den Blickkontakt mit dir aufnimmt. Ist das ein Blick wie verschwindet oder ein Blick wie kommt her? Das ist ein Blick wie was ist hier los? Ja, den Blick gebe ich zurück. Ich deute auf die Drohne. Du siehst, wie sie kurz rumtippt, worauf die Drohne vor dir auf den Tisch projiziert. Ein sehr kleines, schimmerndes Hologramm. Was wollen die? Oh. Tja, wie stelle ich jetzt ein Drehbuch dar? Vielleicht mit dem Hanar. Ich würde wohl eher auf den Volos deuten. Sinnig. Sie wollen den Volos für medizinische Experimente? Ah, schön wär's. Also ihr könnt jetzt auch sehen, dass die Drohne auf den Tisch, sodass nur ihr sehen könnt, ihr rumsitzt, kleine Nachrichten projiziert. Sie suchen ein Drehbuch und machen einen ganz schönen Aufriss dafür. Niftu, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich deute eben auch auf Niftu. Es ist eine Fragestellung. Oh. Der Batarianer geht irgendwie auf und ab, kommt gleich wieder näher in eure Richtung. Ha, Einsatzpläne. Flugtickets. Chef, geht hinter dem Elko her. Hier stimmt was nicht. Ich würde jetzt zu den beiden nach unten, also wirklich dicht an sowohl den unseren Volus als auch die Asari praktisch ranfliegen. Diese hier würde nun stark empfehlen, entweder zur Mutter von Fauva oder durch die Lüftung zu verschwinden. Es könnte gefährlich werden. Ist die Lüftung groß genug auch für eine Asari? Wenn du auf Händen und Knien reingehst, aber du siehst, dass die kleine Drohne jetzt projiziert. Schätzchen, du bist doch ein Kommando. Mach doch mal was. Ich werfe noch einen sehnsüchtigen Blick Richtung Lüftungsschacht. Und dann... Na fein. Ich gucke noch mal kurz, was für krasse biotische Fähigkeiten ich wohl hätte. Nun, du kannst mit deinen biotischen Fähigkeiten Dinge heben, Dinge bewegen und Dinge schleudern. Ich kann auch Leute schleudern, richtig? Ja.
primär sogar. Ich würde gerne, ich weiß gar nicht mehr, wer gerade an meinem Omnitech war. War das der Batterian? Nee, das war nicht der Batterian. Doch, das war der Batterian. Den würde ich gerne mit einem leisen Seufzen, einen Blick auf den Volus und auf den Hanar, die beide nicht so superfähig aussehen. Na, alle schön. Volus sehen so aus. Ja, leider tun sie das. Und dann würde ich gerne den Batterianer mit meinen biotischen Fähigkeiten packen und gegen seinen Chef schleudern. Hervorragend. Dann gib mir doch mal einen Wurf deiner biotischen Fähigkeiten. Das läuft über Intelligenz. Intelligenz? Mit deinem Übungsbonus aber. Okay. Das ist eine ganz starke 7. Eine ganz starke 7. Das heißt, du erhebst dich, konzentrierst dich, streckst die Hand aus, es gibt ein kurzes bläuliches Flackern in der Luft und der Batterianer stolpert ein paar Schritte, so einen halben Schritt vorwärts. Bleibt dann irritiert stehen, dreht sich um und schaut in deine Richtung. Und streckt dann die Hand aus, um seinem Elko mehr oder weniger auf den Hintern zu klatschen, um den aufmerksam zu machen. Worauf der anfängt, sich langsam stampfend umzudrehen in eure Richtung. Was machen Niftu und Kiron so? Was deine Mutter macht, kannst du sehen, nämlich. Enttäuscht sein. Ich lasse dem Weltenherrscher Nifton gerne den Vorteil. Ja, der Volus macht das, was ein Volus in so einer Situation als erstes tun muss. Er kraxelt von der Sitzgelegenheit runter. Du kriegst es von der Sitzgelegenheit runter. Das ist gar nicht so schwer. Du musst dich ein bisschen nach vorne hoppeln und dann, boff, bist du tatsächlich zumindest in leichter Deckung. Ja, der Hanar, also Kiron, schüttelt sich kurz. Denn dann ist es wohl Zeit, dass diese hier Leuten zeigt, wie Köpfe sich von Körpern trennen. Und ich würde dann losschweben zum nächstmöglichen Gegner. Oh, so rum. Ich würde losschweben zum nächstmöglichen Gegner. Dem aber. Das ist ein Vorscher, der gerade die Treppe hochgeeilt kommt. Ja, den würde ich sofort am Hals mit einer Tentakel packen und würgen und ja, dann. Initiative. Genau, Initiative. Muss ich ja roffeln. Muss ich ja roffeln, wollte ich gerade sagen. Oh, geil, ich habe eine 1. Plus 1. Ich habe eine 11, minus 1, also habe ich eine 10. Juhu. Meine Güte, okay. Ich hatte meinen guten Wurf heute schon. Ich habe eine 1 gewürfelt, aber ich habe plus 2, also 3. Meine Fresse. Wir kommen einfach am Schluss dran. So, wir sind alle tot. Okay, jetzt dürfen wir. Jo, ich habe mein zweites Drehbuch schon fast geschrieben. Der als erstes ist tatsächlich der Vorscher dran, der gerade die Treppe hochkommt und in die Tentakel von Kiron reinläuft. Er gibt ein von sich und hebt die Hand mit seinem Omnitool, das hell aufleuchtet, um dir einen Schlag zu verpassen, weil er so nah dran ist, dass er offensichtlich glaubt, seine Schusswaffe nicht einsetzen zu können. Aber mit einer 1 schlägt er weit an dir vorbei und berührt mehrere deiner Tentakel, die aufgrund deiner natürlichen, wenn du es wünschst, Giftigkeit dafür sorgen, dass er ein lautes Kreischen von sich gibt und anfängt, auf die Hand einzuschlagen und vermutlich nicht so besonders gut in der Lage sein wird, bei seiner nächsten Aktion auch auf dich zu schießen oder anzugreifen. Der Batterianer und mehrere andere allerdings ziehen jetzt die Waffen und beginnen, das Feuer auf euch zu eröffnen. Also Niftukal ist in ziemlich guter Deckung, der von dem Sofa gerutscht ist und hinter dem Tisch ist. Faova ist in leichter Deckung, also zumindest halber Deckung, zwischen Topfpflanzen und Sofas und dergleichen. Der Einzige, der voll und ganz sichtbar ist und in all seiner Pracht mit seinen Tentakeln ausgestreckt in der Luft schwebt, ist Kiron. Mehrere Schüsse gehen tatsächlich an Faova und Niftukal vorbei, ohne zu treffen. Kiron allerdings kriegt zumindest einen Streiftreffer ab, wenn ich deine Rüstungsklasse richtig im Kopf habe. Ja, ich habe Armor Class 12. Wer hat denn Baron hier reingelassen? Und 4 Trefferpunkte Schaden nimmst du. 4 Trefferpunkte, okay. Dann I am down to 9. Dann aber ist Niftu dran. Unser kleiner, vorbereiteter, biotischer Gott, der in Deckung gehechtet ist. Heldenhaft. Mensch, Scheiße passiert auch nur mir, weil ich dieser verdammten
Shepard Commander über den Weg gelaufen bin. Und dann würde ich tatsächlich jetzt erstmal das Omnitool bewegen und zwar das, was ich als in Band 2 als Verbrennung gekennzeichnet ist, würde ich benutzen. Das heißt, du möchtest einen kleinen Schwarm ultra heißer Naniten erzeugen und auf jemanden schleudern. Wen möchtest du denn damit beharken? Ja gut, es wäre vielleicht unpraktisch, jetzt den Watcher damit zu behaken, der gerade mit unserer Qualle tanzt. Ja. Also würde ich den nächstbestes der Batterianer dann. Gut, also auf den Batterianer. Übrigens, ihr habt zwei Rerolls, ne? Also falls es weiterhin so dramatisch scheiße ist. Danke! Dann, wir haben ja gesagt, wir benutzen Arcana als unseren Tech-Wert. Dann gib mir doch mal einen Wurf darauf. Juhu, da bin ich gut drin. Ja. Die nächste 20. Die nächste 20. Nur Extreme heute Abend. At 20. Das heißt tatsächlich, du tippst kurz drauf rum und dann mit einer schnellen Geste aus dem Handgelenk kommt ein kleiner Schwarm von diesen Naniten geflogen, die in hitzewabernden Luft als Schweifende sich zurücklassen und als sie auftreffen, in einem kleinen Feuerball explodieren und sich durch die Rüstung von dem Batterianer fressen, der einen erstickten Schmerzenslaut von sich gibt, versucht, die auszuschlagen und zur Seite taumelt. Der ist auf jeden Fall erstmal, ja, vielleicht, also umgebracht hast du ihn damit nicht, aber du würdest sagen, der ist erstmal beschäftigt bzw. sogar ausgeschaltet und kann seinen Waffenarm Linkshänder offensichtlich nicht mehr so richtig für nutzen. Faova. Ich meine, du kannst deine Biotik auch benutzen, um eine Waffe versuchen zu greifen. Das wäre nämlich mein nächster Plan, dass ich mir den nächsten... Der Batterianer hat auch eine Waffe, ne? Ja, und die hält er nicht mehr so fest, siehst du gerade, weil er in Brand gesteckt worden ist von Liftukal, der offensichtlich ziemlich gut hacken kann, zu deiner Überraschung. Und der Vorcher ist auch, weil er in die giftigen Tentakel von Chiron reingegriffen hat, gerade damit beschäftigt, wild um sich zu schlagen. Und dann könntest du vielleicht auch die Waffe entreißen. Was für Waffen haben die? Die haben beide schwere Pistolen. Dann, ich nehme den Vorcher. Den Vorcher? Ja. Gut. Biotik. Och, ich... Möchtest du den Reroll? Ja! Wie schlimm war es denn? Es war schon wieder eine 7 insgesamt. Mhm. Okay. Okay, das ist besser. 16. Damit überbietest du auf jeden Fall seinen Versuch, die Waffe festzuhalten. Es blitzt und schimmert kurz blau-silbern in der Luft und dann fliegt die Waffe in einem hohen Bogen zu dir und du kannst sie greifen. Und in der nächsten Runde bist du mit einer Pistole versehen. Kann ich noch ein bisschen mehr in Deckung gehen mit meinem Movement? Ja. Cool. Du kannst auch in volle Deckung gehen und dich gegen eins der Sofas pressen. Ja. Chiron, du bist dran. Ja. Deine beiden neuen Bekannten sind hinter den Sofas in Deckung gegangen. Du schwebst in der Luft direkt vor einem deiner Gegner, der allerdings schon in deine Tentakel gegriffen hat. Aber allerdings, du bist gleichzeitig auch die einzige Person, die vermutlich gerade in einem Kreuzfeuer ist. Was willst du tun? Der Batterianer ist auch in meiner Griffreichweite oder ist der weiter weg? Nein, der ist auf der anderen Seite von der Sitzgruppe. Okay, gut. Dann habe ich nur den Vorcher vor mir und würde mir auf jeden Fall mit meinem Tentakel würgen den Vorcher erstmal am Hals packen. Gut, und mit deinen vielen Tentakeln hast du zwei Angriffe die Runde, das heißt Tentakel. Genau, deswegen überlege ich gerade so einmal Tentakel und einmal Arm Strike oder zweimal Tentakelwurf. Oder ob ich Nee, mache ich wahrscheinlich so. Erstmal wahrscheinlich würde ich auf Tentakel würgen generell. Erstmal mal, oder? Was meint ihr? Nee, ich glaube, ich nehme tatsächlich zweimal Tentakel wirken. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn, würde ich überlegen. Ja, genau das. Ja, das ist eine... Ich will halt den Reroll nicht so früh verwenden, weil das ist jetzt ein 6 plus 4 ist 10, aber ich schätze mal, der wird keine Armor Class von nur 10 haben. Nein. Seid ihr cool damit, wenn ich den Reroll verwende? Ja, das klar. Muss ich euch. Voraus. Also ich habe selber dann, schon einfach braten. Dann ist das Entscheidung des Schicksals, wenn die Rerolls wechseln. Alles in Ordnung. Ja, 16 plus 4, 20. Das erste Tentakel wirken geht schon mal durch. Soll ich erst das zweite noch würfeln oder soll ich erst den Schaden würfeln? Mach erstmal den Schaden. Ein W4 plus 2 und dann fängt er an zu ersticken.
Das ist 4 plus 2. Hm. Neat. Gut. Und dann würde ich das zweite Tentakelwirken anwenden. 10 plus 4 sind 14. Hat er so viel Armor Class? Nein, tatsächlich triffst du ihn damit genau. Yes, neat. Und eine 3 plus 2 sind zumindest nochmal 5. Dann ist der arme Watcher auch noch vergiftet und du fängst an, ihn zu wirken. Er wäre als nächstes wieder dran. Ich würde noch meine Bonus-Action, also Rage, nehmen. Das heißt, du verfällst jetzt auch noch in Raserei. Sehr schön. Das heißt, er beginnt in Wut. Ist die Übersetzung von den hell aufblitzenden Lichtkaskaden, die über den Körper von Chiron laufen, während er wirkt und wirkt und wirkt. Der Watcher versucht sich zu befreien, versagt bei seinem Rettungswurf und nimmt dann tatsächlich noch Schaden, dadurch, dass er erstickt. Seine Augen rollen in seinem Kopf zurück, die nadelspitzen Zähne klappern kurz aufeinander. Du siehst, dass der Hals angeschwollen ist, auch durch das Gift seiner Tentakel, und er sackt bewusstlos in deinem Griff zusammen. Wie viel waren es? 7 Leute insgesamt? Ja, jetzt noch 6. Und einer von denen ist auch sehr angeschlagen. Und du hörst mehrere Stimmen, die ringsum dich. Oh, glaube ich. Eine Hanna? Ich habe noch nie gesehen, das ist ein Hanna. Das ist voll. Ich sag doch, das sieht aus wie Blasto! Blasto! Und als Blasto geschrien wird, rucken die Köpfe von mehreren der anderen Söldner oder was auch immer das für Leute sind, hin und her. Und einer von denen sagt: Ja, scheiße, toll, sie wissen Bescheid. Als nächstes sind die Batterianer dran, die Schüsse. Ich habe eine Frage. Beide Leute in Deckung haben keine guten Chancen, ja? Wir sind ja hier so beim Ausprobieren. Ich habe als Biotikerin ja die Möglichkeit, Barrieren zu schaffen. Wäre das etwas, was ich als eine Reaction machen könnte, um einen Angriff? Fände ich gut, ja. Das macht total Sinn, Barrieren als Reaction zu machen. Das würde ich tatsächlich verwenden, um unseren guten Chiron vor einem der Angriffe zumindest zu schützen. Das wäre vielleicht auch ganz gut, denn ich habe bei dem Schuss auf Chiron eine 20 gewürfelt. Oh, shit. Also, möchtest du deine Barriere hochziehen? Ich möchte meine Barriere hochziehen. Dann gib mir doch wieder einen Wurf auf deine Biotik, um zu schauen, ob du das hinkriegst. Oder du die Barriere erst nach der Kugel. Oh, ich hoffe, ich muss nicht so viel haben. Warte. 11? Aber sie guckt so, I don't think so. Aber die Idee war so gut, Marvin. Die Idee war super, ja. Leider nicht gut genug in dem Fall. Okay. Das heißt, es gibt ein blaues Schimmern in der Luft, das aber dann gleich direkt wieder zerspringt, als Chiron getroffen wird. Oh, shit. 2, 6... Du hast noch einen Lebenspunkt, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Du also ich habe 9, ich bin 9 aktuell. Ja, und du nimmst jetzt nochmal 8 Trefferpunkte Schaden. Jesus. Ich würde dir raten, in Deckung zu gehen. Das, ja. Ach ja, stimmt, ich hätte ja noch Movement gehabt. Ich Lakshmi. Das habe ich vergessen. Naja. Stimmt, du hättest dich noch bewegen können. Naja, kriegen wir schon hin. Ich sterbe schon nicht so schnell. Damit ist aber das Feuer der Gegner wieder abgehandelt und Niftu ist dran. Ja, wir haben da ja noch eine Waffe, die in einem lockeren Griff ist, gell? Ja. Ich möchte das mal ausprobieren mit der Biotik, mit dem Greifen. Ja, dann. Auch wenn das bei ihm ja mehr so, naja. Ja, ich glaube, mit einer 8 wird das nichts, einer 9 wird das nichts. Ja, es gibt ein kurzes blaues Aufblitzen. Du hast so ein Déjà-vu. Den Moment, wo du dachtest, dass du mit deinen Kräften tatsächlich jemanden schleudern könntest und dann gemerkt hast, wie dein Gehirn unter dem Druck dieser Fähigkeiten anfängt, sich zu verformen. Die Waffe bewegt sich ein paar Zentimeter, aber auch nicht weiter als das. Faova, der Liftukai gibt gerade auf einmal seltsame Geräusche von sich neben dir. Ich gucke zu Kira, was zum Teufel macht er da? Und dann gucke ich zu Nift und sage: Was zum Teufel machst du da? Und dann würde ich über meine Deckung gucken und ich weiß nicht, wer da noch in Reichweite stand. Der sehr angeschlagene Batterianer, ein Mensch und natürlich der Elko-Anführer. Ich würde auf den
Ich würde auf den Elkor schießen wollen. Dann schieß auf den Elkor. Was muss ich dafür würfeln? Ich habe nur Unarmed Strike bei mir drin. Das geht auf deine Geschicklichkeit dann. Mhm. Und du bist ja mit allen Waffen geübt, das heißt, du kannst auch noch deinen Übungsbonus draufrechnen. Oh, ich breche gleich im Strahl. 6? Ja, der Schuss geht weit fehl. Piu, piu, piu. Aus dem Augenwinkel kannst du deine Mutter sehen. Ganz neu noch im Asarikuman. Ich würde trotzdem darüber schreien, Chiron, geh in Deckung! Das ist jetzt ist sehr wichtig. Ja, ja, das ist jetzt gerade für mich so eine richtig schwierige Abwägungssache. Auf der einen Seite habe ich gerade Rage. Das heißt, umfallen sollte ich theoretisch? Nee, das ist erst in späteren Leveln. Okay, ja. Nein. Aktuell gibt es dir nur mehr. Ich habe halt Advantage on Saving Throws, aber das bringt mir sehr viel. Du hast Resistenz, das heißt, du hast eben nur die Hälfte des Schadens genommen. Das ist also habe ich nur 4 Schaden, also bin ich noch auf 5 HP. Ja. Ja, dann geht, geht die Party natürlich weiter. Nee, Spaß. Ich würde dann auch geschwinden Fußes, trotz leuchtend blauer Wut, würde ich praktisch hinter das Sofa meiner Mitstreitenden praktisch schweben und mich wirklich so einmal flatsch auf dem Boden platt machen. So im Sinne von, dass ich auch wirklich so komplett hinter diesem Sofa verschwinde. Es gibt einen Moment der Stille. Ihr seid alle in Deckung. Die Gegner rufen sich untereinander zu. Und er sagt, Erdgar-Check, er wirkt, glaube ich. Geh dahin mit Medigel und kümmere dich drum. Und dann das laute Blubbern des Elkor. Beunruhigt und wütend. Wie kann das so schnell entgleisen? Ihr seid selber schuld. Ihr hört, wie sich Schritte langsam eurer kleinen Burg aus Sofas und Topfpflanzen nähern und dann den Menschen. Hey, ich glaube, inzwischen ist klar, dass hier etwas schief läuft. Ja? Wir wollen nur das Drehbuch und dann hauen wir auch wieder ab. Okay? Aber die Daten, die ihr uns gegeben habt, sind falsch. Da sind irgendwelche Protokolle, Verlegungstruppenpläne für Asari-Kommandos drauf. Ich würde ein bisschen über meine Deckung hinvor vorlugen. Ich weiß nicht, was für ein blödes Drehbuch ihr sucht, aber bei mir werdet ihr das auf gar keinen Fall finden. Er stutzt, schaut dich an. Moment. Wer hat sie identifiziert? Geht's euch noch gut? Was ist euer Problem? Sehen für euch Asari alle gleich aus oder was soll der Scheiß? Das ist nicht Manija T'Kala. Ich würde langsam hochschweben über Sofa, die Leute, also die diesen Gangster angucken, der gerade so gestreift. Alles Rassisten. Und wieder hinterm Sofa zurückschweben. Du hörst, wie der Baltarianer da so murmelt, ich finde, sie sieht dir schon wirklich echt ähnlich. Und wenn wir schon dabei sind, der Hanna sieht aus wie Blasturm abgefahren, oder? Okay. Der Mensch presst 2 Fingerspitzen zwischen die Augenbrauen. Für euch unklar, was das für eine Geste sein soll, aber es sieht so aus, als würde er dort die Haut massieren oder so etwas. Wir suchen mal Manija T'Kala. Ja, das haben wir mitbekommen. Ist ja offensichtlich nicht hier. Und mittlerweile sollte selbst der stümperhafteste Erdenclan Security mitgekriegt haben, dass diese Bar nicht mehr alles rund läuft. Ich sag's nur ungern, aber der Volus hat recht. Wenn ich also meinen Omnilink wiederhaben dürfte, bitte. Bedrohliche Ruhe. Selbstverständlich können Sie Ihren Besitz wiederhaben. Der Elko nickt zur Seite und ein weiterer Batarianer tritt vor und hält dir das Omnitool entgegen. Ich würde es ihm wohl aus der Hand zupfen.
Er versucht zuzugreifen, aber tatsächlich ist er zu langsam und du hast es in der Hand, während er noch irgendwie halb über das Sofa irgendwie grabbelt. Waffen werden wieder gezogen und auf euch ausgerichtet. Ich nehme an, eure Reaktion ist, mit den Waffen zurückzuziehen, oder? Ja. Wer steht am nächsten? Der Mensch gerade. Kann ich ihn greifen? Mit deinen Tentakeln ja. Oh yeah. Weil ich würde ihn nämlich gerne greifen und als Schild vor mich halten. Okay, dann versuch ihn doch mal immer zu tentakeln. Yep. Irgendein spezieller Check oder eine Attack? Erstmal schauen wir, ob deine Initiative höher ist als seine. Oh Jesus. 16. Also ich plus 1, 17. Oh, dann hast du tatsächlich genau einen Punkt mehr, als ich aufweisen kann. Yay! Das heißt, du bist schnell genug, zumindest den Angriff zu versuchen. Dann Tentakel würge mal. Den Tentakel würge ich doch mal. 10 plus 4 sind 14. Das reicht tatsächlich gerade eben, um und einen deiner Tentakel um den Hals zu wickeln wieder und zuzugreifen. Nice. Ja, dann würde ich den vor mich ziehen. Und dann halt noch sagen, diese hier haben nun ein Schild, versucht mich nochmal zu treffen. Ha, ha, ha. Erst kurz einen Moment Stille, mehrere Waffen sind auf dich gerichtet, aber eben dadurch, dass du den Menschen gepackt hast, ich habe ihn gar keinen Menschen als auf dich. Ich habe ihn gar keinen Schaden gewürfelt. Ganz vergessen. 4 plus 2 macht 6. Und natürlich und er schön fängt an, giftig. Du bist giftig und vor allen Dingen fängt er an, seltsam er verfärbt sich, er wird rötlich im Gesicht. Du bist dir nicht sicher, was das bedeuten soll. Menschen können nur sehr, sehr schlecht Farben wechseln im Vergleich zu Hana, aber möglicherweise versucht er dir irgendwas zu sagen oder seinen Verbündeten etwas mitzuteilen und er macht komische, röchelnde Geräusche, während du mit deinen Tentakeln weiter zudrückst. Der Elkor wiegt sich leicht auf seinen schweren Vorderbeinen hin und her. Beruhigend. Das muss doch alles jetzt nicht so eskalieren. Ihr seid die den Waffen auf uns zielen. Das finde ich nicht wirklich nett. Und dementsprechend würde ich unter Umständen, wenn sie die Waffen fallen lassen, ihren Freund auch wieder loslassen. Er kommuniziert mir seltsamerweise irgendetwas mit meiner Mutter. Sehr viele verwirrte Blicke werden hin und her geworfen. Und gib mir doch mal einen Wurf auf Überzeugen. Oder einschüchtern, je nachdem, was du möchtest. Was habe ich? Performance, Persuasion, Intimidation. Also Persuasion oder Intimidation? Bist nicht so gut drin, ne? Dein Charisma. Bin ich, ja. Deswegen bist du Stuntman und nicht Schauspieler. Ja. Was du machen kannst, ist, du kannst Intimidation mit Stärke würfeln als Attribut. Ja, das würde ich dann tatsächlich tun. Intimidation, Stärke, dann habe ich wenigstens noch eine plus 1. Und komme auf eine 19. Beschwichtigend. Alles gut, bringen Sie ihn nicht um. Und der Elkor macht eine kurze Kopfgeste nach rechts und links und die Leute senken ihre Waffen. Du siehst, dass einer von ihnen sich auch um den Forger kümmert, den du gewürgt hast, der mit einem offensichtlich unter die Lebenden zurückkehrt. Ja, ich würde da mit meinem Körper, also ich halte ihn noch fest, ich würde da mit meinem Körper unter das Sofa schweben, ihn dann langsam loslassen und so noch kurz hinten auf den Kopf tätscheln, damit der Mensch loslaufen kann. Der stolpert ein paar Schritte vor und bleibt dann stehen und schaut sich verwirrt um, greift sich an den Hals. Verwirrung. Sind wir nicht in derselben Situation wie gerade? Der Elkor zwickert sehr langsam. Der Elkor hat recht. Soll ich nochmal zugreifen? Ich würde mich so mit den Armen auf die Lehne von dem Sofa setzen. Also, wir sind uns wohl einig, es gibt hier kein Drehbuch. Manisha ist auch nicht hier. Ich weiß nicht, was ihr noch von uns wollt. Am besten nehmt ihr alle eure kleinen Tippelfüßchen und macht euch vom Acker.
Oder ich lasse den Hanar nochmal los. Das geht natürlich auch. Nervöses Bedauern. Wir können nicht einfach ungetaner Dinge gehen. Und warum nicht? Der Alko atmet einmal tief ein, tief aus. Ergebene Ehrlichkeit. Unser eigenes Einkommen und auch unsere körperliche Gesundheit hängen davon ab, diese Ware abzuliefern. An wen abliefern? Nervös. Unsere Hinterleute können wir nicht einfach so nennen. Die Konsequenzen wären grauenhaft. Kann ich Niftu was zuflüstern? Ja. Volus, ich habe bemerkt, Sie sind sehr gut im Hacken. Könnten Sie vielleicht jemanden von denen hacken, um herauszufinden, wer die Hintermänner sind? Mitgekriegt, dass Sie sämtliche drahtlose Kommunikation stillgelegt haben. Ich komme nicht in Ihre Tools, sei denn du bringst mir den Arm von zum Beispiel dem, den du gerade hattest. Das ist eine hervorragende Idee. Ist der Mensch noch in der Nähe? Der ist noch in der Nähe. Cool. Ich glaube, schieb mir nochmal. Gewaltsam oder möchtest du ihm vorsichtig die Sache abnehmen? Also Angriff oder Tentakelfähigkeit, Fertigkeit? Also statt Fingerfertigkeit, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ein Sleight of Hand bin ich nicht wirklich. Ja, doch, Sleight of Hand plus eins geht. Ja, würde ich Sleight of Hand versuchen. Mhm. Das heißt, zwei rosa Tentakel kommen unter dem Sofa hervorgeglitscht. 17, 18. Wenn Faofa sich vorneigt und den Leuten versucht klarzumachen, dass es hier auf keinen Fall eine Manija Tkala gibt. Nie gehört. Auch wenn du ihr verdammt ähnlich siehst. Und mit einem entfernst du das Omni-Tool von dem Menschen, der immer noch mit einem Würgeangriff zu kämpfen hat. Du kannst es unter das Sofa ziehen und dann Niftu Kall weiterreichen. Sehr, mein Bonusfreund. Dann würde ich es mir auf mein Omni-Tool legen und ich weiß nicht, ich nehme nicht an, dass er es gesperrt hat, oder? Nein, es ist tatsächlich nicht gesperrt. Du kommst relativ leicht rein, da ist keine große Verschlüsselung. Die Frage ist nur, was möchtest du auslesen? Kommunikation zum Thema Auftraggeber wäre nett. Mhm. Und vielleicht, wer hier die Abriegelung, also die Störung verursacht für vom restlichen Netzwerk Zitadel. Mhm. Du kannst da tatsächlich, es ist die Frage, wie schnell du das schaffst, dann mach doch nochmal einen Wurf auf Technik. Mhm. Krieg ich drauf? 16. Du bist ziemlich schnell bei den nötigen Informationen bzw. bei den Nachrichten, die die ausgetauscht haben. Aus irgendeinem Grund lassen die meisten Leute ihre Nachrichten quasi für jeden lesbar, der einfach nur mal so ein Omni-Tool hochhebt und sich dafür interessiert, wer Tagebuch geschrieben hat. Und was du dort findest, sind natürlich Austauschbezahlungen, Anwerbungen, offensichtlich der L-Core. Bodlus scheint derjenige zu sein, der das alles angeregt hat, der aber immer sagt, dass er für jemand anders das macht. Dann haben sie sich hier getroffen auf dieser Ebene und der Name von demjenigen, der die technischen Unterstützung macht, ist Kirik. Das klingt für dich salarianisch. Der Salarianer vom Aufzug. Die kleine Drohne malt übrigens gerade neben Faova, die kann das so aus dem Augenwinkel sehen, die Nachricht: Soll ich ihnen geben, was sie wollen, Schätzchen? Ich will nicht, dass du in Gefahr bist. Ich würde noch so ein bisschen abwinken in die Richtung meiner Mutter. Und Volus einen kurzen Blick zu werfen, der dort offensichtlich rumhantiert hat neben mir. Ja. Wir haben zumindest den Mittelsmann dieser Bande. Leichte Verwirrung. Verzeihung, wovon reden Sie da? Könnten wir zum Thema zurückkommen? Etwas wütend. Es geht immer noch darum, dass wir bestimmte Daten brauchen. Wir haben die Daten nicht. Niemand hier hat diese Daten. Ich meine, ich kann ein bisschen was zusammenschreiben, aber es ist sicher nicht das gleiche wie ein Drehbuch.
Dann mach du doch mal einen Wurf auf Überzeugen. Oh. Ich glaube, das kann ich nicht so gut. Das ist... warte, was ist das? Persuasion, ne? Mhm. 12. Tiefes Bedauern. Dann ist das Schicksal von uns allen wohl besiegelt. Noch wie tieferes wichtig. Bedauern. Wir können keine Zeugen hinterlassen, die davon wissen. Wir auch nicht. Und Nefka würde das Omnitool in die nächstbeste Energieverzweigerstelle des Energierasters der Bar jagen. Und zwar die Stromentladung. Mit Biotik oder indem du es wirfst? Nein, tatsächlich würde ich mir das nächste, also übertrieben gesagt, die nächste Steckdose suchen und sehr, sehr viel Strom aus dem Omnitool da reinjagen, bis das Energieraster nach. Das fällt selbst dem blindesten C-Sicherheitsmenschen auf. Okay, dann gib mir nochmal einen Wurf auf Tech. Dass du alles richtig identifizierst, dann auch alles richtig einstellst, dass du dich nicht damit selber grillst, solche Sachen. Es ist eine 19 gewürfelt plus Intellekt, 2 sind 21 plus Übungsbonus, weil das kann ich. Ja, schon, 24. Das heißt, es gibt ein grelles Aufblitzen, ein Flackern, dann wird es dunkel und dann wird es in Stroboskopblitzen immer wieder hell, dunkel, als die gesamte Anlage versucht, irgendwie Energie zu ziehen, dabei immer wieder die falschen Leitungen belastet. Funken sprühen in alle Richtungen und der biotische Gott, Niftukal, oder für euch einfach nur als der Volus, der ein bisschen seltsam ist, ist in einen Funkenregen gehüllt, als er dort vor den Energieausgabekupplungen steht und rings um ihn Blitze herabregnen. Schreie gehen durch die gesamte Bar. Ihr könnt gerade eben noch Mutter Tekala sehen, die mit Entsetzen von der Tür zurückweicht, wo sie immer noch nicht entdeckt worden ist. Und ringsum werden Waffen gehoben und gezogen. Röchelt der Mensch noch vor mir? Ja, der röchelt und hebt jetzt seinen Arm, an dem sein Omnitool hätte sein sollen, und findet dort nichts. Dann packe ich ihn nochmal. Initiative. Ja. Erstmal das. Genau, vergesse ich mal wieder. Okay, der Mensch hat eine 1 gewürfelt, ganz toll für ihn. Ja, ich habe insgesamt habe ich 6 diesmal wenigstens. Ja, diese unglaubliche Energie, die um den Volus herumblitzt, mit seinem Manus drauf, komme ich auf eine Initiative von 1. Er ist gerade beschäftigt, während er leuchtet. Nein, was würfelt ihr episch auszusehen. War das K.O.V.A. dran? 18. Ich habe noch 1 gewürfelt. Yeah! Yeah! Und so viele sind immer übrig. Die einen habe ich ausgeschaltet. Mhm. Also ihr könnt auch mitkriegen, dass inzwischen auf anderen Ebenen der gesamten Anlage Leute ebenfalls versuchen, nach den Banditen zu greifen, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie sagten, wir können keine Zeugen hier hinterlassen. Das heißt, es ist jetzt eher eine Frage. Ihr müsst euch auseinandersetzen mit dem angeschlagenen Mensch, mit einem angeschlagenen Batarianer und mit dem Elkor, der sich vorwärts lehnt und in eure Richtung beginnt zu stürmen. Und tatsächlich, weil alle wirklich Not gegen Elend gewürfelt haben bei ihrer Initiative, ist Kiron am schnellsten mit 6. What? Warte, was? Ich hab nicht mal ich mit meiner 18? Ich wollte gerade sagen, nee, oh, das habe ich nicht mitbekommen, die 18, ja. Entschuldigung. Oh, natürlich. Ich habe gerade gesagt, wie Moment. Faofa ist blitzschnell. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Der Echo kommt angestürmt. Mhm. Naja, also er setzt sich in Bewegung, ja, also indem er sich vorlehnt und dann anfängt, immer einen Fuß gleichzeitig zu heben. Ich würde gerne... Ich weiß, ich habe mir gerade die Waffe ergaunert, aber ich würde gerne den Elkor blockieren mit, ich glaube, Stasis wäre das. Mhm. Den festhalten. Gut. Ja. Bibliothek. Ach, Chat beschwert sich, dass du einmal über 10 würfelst und ich es nicht mitbekomme. Das stimmt, es ist ein seltenes Ereignis. Es ist auch wieder nicht so super gut. Ist es eine 10 insgesamt? Ja, es blitzt wieder bläulich auf und der Elkor wird leicht aus dem Tritt gebracht. Du hast ihn vielleicht für einen Moment aufgehalten, aber so eine richtige Stasis wollte dir nicht gelingen. Okay. Möchtest du dich noch bewegen oder irgendwas anderes machen?
Wie viele Nischen sind es hier mit diesen Sitzgelegenheiten? Also gibt es noch eine andere Nische, wo ich in Deckung gehen könnte, ohne dass wir alle drei auf einem Fleck sitzen? Ja, es gibt noch zwei Benachbarte, tatsächlich. Dann würde ich eine weiter huschen. Gut, das heißt, du huschst über das Sofa drüber, um auf der anderen Seite... Ja, ich mache auch so eine coole Rolle darüber. Dann ist als nächstes Chiron dran. Unser Berserker mit den vielen Tentakeln. Oh yeah! Und ich habe eine 14 plus 2. Nee, 14 plus 4. Auf wen gehst du denn? Wen versuchst du denn zu tentakeln? Natürlich den Mensch, der steht da direkt vor mir. Den kann ich super als Schutzschild verwenden. Also ich habe 14 plus 4 tatsächlich sogar. Das ist ein Treffer, ja. Yes. Den würde ich mir also einmal packen und Spaß mit ihm haben. Und dann 4 Schaden, also 2 plus 4, 2 plus 2 halt. Und jetzt überlege ich, ob ich als zweite Action dann tatsächlich angreife oder ihn tatsächlich so eher als Schutzschild vor mir positioniere, weil ich will nicht erschossen werden. Ich würde gerne, dass die Kugeln ihn treffen. Okay, du hast ihm schon einiges an Schaden zugefügt und dann könntest du jetzt mit einem Athletikwurf ihn vor dich ziehen als Deckung. Okay, Athletik, da gehe ich mit. Ja, 15 plus 4 sind wir bei 19. Du packst ihn mit mehreren Tentakeln, ziehst ihn vor dich und in das Feuer von seinen Verbündeten hinein. Und damit ist tatsächlich als nächstes der Elkor dran und der stürmt, naja, wie das bei Elkor so ist, langsam einen Fuß nach dem anderen hebend, aber sehr entschlossen vorwärts und versucht, Faova in die Ecke zu treiben und mehr oder weniger mitsamt der gesamten Deckung, die sie da hat, wegzuschieben, während er tobende Wut, das werdet ihr mir bezahlen, von sich gibt, leise dröhnend. Und mit insgesamt einer 22 schiebt ihr das Sofa beiseite, kegelt dich durch die Gegend. Und du nimmst 5 Trefferpunkte Schaden, während du über den Boden rutschst und mit dem Kopf einmal gegen die geschliffene Glaskante von einem der geschmackvoll angerichteten Beistelltischchen knallst. Oh. Und über dir ein Elkor steht, der eine Faust hebt, um damit auf dich herunterzuhauen bei nächster Gelegenheit. Der Mensch ist dran und versucht, sich aus dem Tentakelgriff zu befreien. Never. Tatsächlich auch nein. Sein Rettungswurf ist nicht stark genug, um sich daraus zu sprengen. Der gibt wirkende Geräusche von sich. Und damit ist unser Volos dran. Biotischer Gott, was willst du tun? Ich greife nachdem ich festgestellt habe, dass das mit der Göttlichkeit vielleicht nicht in solchen Gefahrensituationen, könnte auch zu Schäden und dann der Bevölkerung führen, würde ich nach der Waffe des Menschen greifen, die er jetzt entweder im Halfter oder wo auch immer sie hat. Mhm. Zwar mit der bloßen Hand, weil das scheint mir weniger demütigend, wenn es irgendwer sieht. Okay, du möchtest nach der Waffe greifen. Ja. Das ist, mach mal Fingerfertigkeit, Sleight of Hand, aber mit Vorteil. Sleight of Hand. Steht traditionell bei S. Zum Glück gab es einen Vorteil, dann ist nämlich eine 9 bei rausgekommen und keine 8. Naja, du bekommst die Waffe da irgendwie rausgezogen, aber es ist eher so ein Gefummel und es sieht ausgesprochen unwürdig aus. Und wenn du nächste Runde damit angreifst, wirst du erstmal sozusagen deine Bewegung aufgeben müssen. Wenn du stehen bleibst, kannst du damit schießen, aber ansonsten wird es alles ein bisschen mit Nachteil behaftet sein, vorsichtig gesagt. So, als letztes bleibt übrig der Batarianer und der schießt jetzt auf den Volos, weil er das einzige Ziel ist, was irgendwie sich ihm vernünftig bietet. Denn Faova wird durch einen Elkor mehr oder weniger abgedeckt, der versucht auf ihr rumzutrampeln und Chiron wiederum hat einen Menschen vor sich als Schutzschild. Mit einer 12 trifft er da unseren Volos? Ja, da ich nicht mit Kampfpanzerung rumlaufe, aber grundsätzlich... Sondern nur mit deiner normalen Panzerung. Das sind 6 Trefferpunkte Schaden, die du nimmst, als die Kugeln durch deinen Panzer deinen Druckanzug schlagen und vor allen Dingen dann mit einem lauten Pfeifen und Zischen und einem weißlichen Dampfen deine Ammoniak-Atmosphäre beginnt zu entweichen und für alle anderen Spezies in diesem Raum für einen unglaublichen Gestank sorgt. Ich habe keine Nase. Du hast keine Nase, aber deine Haut fängt an zu prickeln. Das ist etwas, was du als Wasserlebewesen eigentlich gar nicht gerne hast. Es reagiert mit allen Schleimhäuten. Und da du eine ganze Schleimhaut bist... Nee. Du bist eine ganze Schleimhaut. Gut, damit fangen wir wieder mit Faova an, die über den Boden gekegelt wurde von einem wütenden Elkor.
Er ist ja nicht so super schnell, ne? Nein. Kann ich unter ihm hervorkriechen? Das kannst du. Ist ja. das Movement oder ist das meine, wäre das meine Action? Also wenn du tatsächlich von ihm keinen Gelegenheitsangriff abbekommen willst, wäre das natürlich aus dem Kampf trennen. Mhm. Aber wir können, wenn du sagen willst, du willst einfach nur aufstehen, dann kannst du gerne an ihm dranbleiben und aufstehen. Deine Entscheidung. Ja, halt. Also wenn er mich jetzt haut, dann tut das halt schon ziemlich weh. Aber ich lebe vor die Bühne und würde versuchen, ich würde nicht aufstehen, ich würde liegen bleiben, meine Arme ausstrecken ihm entgegen und versuchen, ihn wegzustoßen von mir. Mit Biotik. Ja. Hervorragend. Gib ihn zu mir! Wenn ich kann, würde ich ihn natürlich zu Kioran schubsen. Es ist okay, es ist eine 15. Eine 15, das reicht tatsächlich gerade eben, um einen Elkor zu bewegen, die ja doch zu den schwereren der intelligenten Spezies zählen, der sehr verblüfft wirkt auf dich. Naja, die haben keine Mimik, aber die Falten in seinem Gesicht wabern ein bisschen hin und her und dann sagt er tatsächlich auch, schwere Verblüffung, was geschieht hier, als er sich vom Boden löst und dann rückwärts geworfen wird, mehrere Schritte und schlitternd direkt vor Kiron und seinem menschlichen Schutzschild zu stehen kommt. Dann würde ich mein Movement nutzen, um mich wieder ein bisschen in Deckung zu begeben bei der nächsten Nische. Das Dröhnen von den biotischen Kräften und das blaue Aufblitzen gehen in dem Staccato von Licht und Klang, das rings um euch ist fast unter, aber Kiron, auf einmal steht ein Elko vor dir, der halb die Seite den Rücken dir zugewandt hat, während du deinen Menschen noch am Würgen bist. Was möchtest du tun? Ich wollte nur fragen, ich kenne mich beim D&D-Regelwerk nicht super gut aus, aber kann ich die Bonus-Action auch jetzt schon einsetzen? Also vor meiner tatsächlichen Action? Du kannst in deinem Zug die Bonus-Action einsetzen, wann du sie einsetzen willst, ja? Cool, dann will ich jetzt Rage! Ja! Er fängt wieder an zu glitzern und zu leuchten, wie eine angestrahlte Disco-Kugel, als bunte Muster sich über seinen Quallenkörper ziehen. Und dann würde ich wahrscheinlich den Menschen gerne mit dem Menschen auf den Elkor einschlagen. Du möchtest mit dem Menschen nach dem Elkor schlagen. Okay. Gib mir einen Angriff nur mit Stärkebonus. Das ist eine 12 plus und Stärke plus 2 sind trotzdem 14. 14. Das reicht tatsächlich, um mit dem Menschen den Elkor zu treffen, als deine improvisierte Wuchtwache. Wie viel Schaden macht so ein Mensch? Sekunde. Wie viel Schaden macht ein Mensch als Waffe? Der ist weich, wenn man kommt. Der Mensch gibt auf jeden Fall ein sehr ersticktes Schreien, ein Schrei von sich und dann nichts mehr, als du mit ihm in den Tentakeln auf den Elkor einschlägst. Der ein schmerzhaftes Aufjaulen. Ich kann nicht fassen, was hier passiert. Das Ganze kommentierte tatsächlich. Ja. Ich auch nicht. Trefferpunkte Schaden durch Mensch nimmt. Ja, Menschen sind offensichtlich eine gefährliche Spezies. Wozu Hanna fähig sind, nicht nur Schauspiel, sondern auch Krieg. Der Elkor wendet sich dir zu. Du hast 2 Angriffe pro Runde, während du ragest, oder? Ja, tatsächlich. Ach ja. Das heißt, du kannst ihn auch noch einmal abtentakeln. Oh ja, ich wirk auch den Elkor noch. Du versuchst den Elkor zu wirken. Okay. Einfach mit allen Tentakeln so. Gungs. Gib mir einen Tentakelangriff. Das ist eine 19 plus 4. Das heißt, du schlägst mit dem Menschen zu, lässt dann den Menschen los, um mit all deinen Tentakeln dich um den, naja, Hals kann man das nicht nennen, um den vorderen Brust- und Kopfbereich des Elkors zu wickeln und zuzudrücken, so gut du kannst. Schaden muss ich noch würfeln? Ja, 3 plus 2. Sehr gut. Für alle anderen bietet sich folgendes Bild in den blitzenden Lichteffekten und den herunterregnenden Funken, die durch den Kurzschluss und die sich versuchen, selbst wieder zu starten, versuchenden Systeme der Bar entstanden sind, könnt ihr wahrnehmen, dass auf dem Elkor, der langsam hin und her wankend versucht, ihn abzuschütteln, ein bunt leuchtender, wild stroboskopartig blitzender, naja,
Hana hängt und mit allen seinen Tentakeln versucht, dem Elkor Nasenlöcher, Atemmöglichkeiten, Kiemen, was auch immer er hat, abzudrücken und Schaden zuzufügen. Der Mensch ist... Das kann man niemandem verkaufen als Drehbuch. Das glaubt einem ja keiner. Der Mensch ist tatsächlich ausgeschaltet, aber der Volus, der das kommentiert hat, kann gerne auch jetzt noch etwas tun. Also ich will meine Aktion in Move, ich gehe wieder in Deckung und meine Bonusaktion, ich würde ein Bild davon machen, wie ein Hana einen Elkor zureitet. Das heißt, du hebst eben schnell dein Omnitool und machst davon eine Aufnahme. Neben dir schwebt die kleine Drohne, fällt dir auf, von Faovas Mutter und scheint das Ganze ebenfalls aufzuzeichnen. Der angeschlagene und schwer verwirrte Batarianer steht da, sieht die ganze Szene und sagt, zwinkert erst mit dem rechten oberen Auge, dann mit dem linken oberen Auge, sagt, ich kann es nicht fassen. Und versucht dann einen Schuss auf Kiron abzugeben, ohne seinen Chef zu treffen. Kann ich nochmal die Barriere hochziehen bei Kiron? Ist vielleicht ganz gut, ich habe schon wieder eine 20 gemacht. Jetzt hätte ich einen Riecher dafür. Ja. Ich warte. 22. Eine 22, ja, tatsächlich. Du hebst die Hand in einer instinktiven Geste und der Schuss wird in der Luft von einer schimmernden Barriere aus blauem Licht aufgehalten, was Kiron wahrscheinlich nicht mal bemerkt, während er in seiner Raserei an dem Elko wirkt. Wir gehen in die nächste Runde. Faova beginnt auch wieder tatsächlich. Das Projektil, was ich gerade aufgehalten habe, kann ich das nutzen, um das zu dem Batarianer zurückzuschleudern und die damit das zu erschießen? Das gefällt mir sehr gut. Biotik, bitte. Ah, weiß nicht, ob das trifft. Es ist nur eine 12. Also du triffst aber nicht mit ausreichend Wucht. Es ist eher so ein Tick. aber nagel doch an seiner Augen, dass er offensichtlich irritiert ist. Was auch immer er diese Runde macht, das wird mit Nachteil sein. Kiron. Ja, ich würde meine erste Attacke für Unarmed Strike verwenden. Einfach so einen Tentakel rausfliegen lassen und dann so diese Gum-Gum-Granate in sein Gesicht. 15 plus 4. Das ist ein Treffer, ja. Dann kriegt er 3 Bludgeoning Damage. Und dann würde ich natürlich weiterwirken. 7 und 4. Das wird nicht reichen. Also du hast ihn schon gewürgt, er hat sich nicht befreit. Das heißt, du machst einfach diese Runde weiter Schaden. Achso, okay, cool. Du hast ihn ja quasi gepackt. Ja. Das heißt, du musst mir einfach nur einen Schadenswurf machen. Achso. So rum, okay. Ich dachte, dann würde mein Würgen jetzt enden. Naja, 1 und 2 sind halt 3. Gut. Als nächstes ist der Elkor dran und der versucht sich aus deinem Tentakelzugriff befreien diesmal. Und mit dann natürlich ein 20. Ja. Hervorragender Würfel. Gelingt ihm das. Er hebt die Arme, bewegt die Schultern, dreht den Kopf hin und her, sprengt den Griff deiner Tentakel und schleudert dich dann von sich, wo du in der Luft schwebend wie so ein Drache, so ein Kinderspielzeug im Wind mit den Tentakeln hinter dir herfliegend. Oh. Hi, Andy. Mit den Tentakel hinterherfliegend an aufblitzender Werbung, die dir die besten Haustiere, die sie sich vorstellen können, exotisch, weich, laut, Hunde von der Erde, in einer Topfpflanze landest. Wow, interessant. Und dann ist wieder Volus wieder dran. Damit hat der Elkor sich tatsächlich befreit. Gibt ein lautes Dröhnen von sich, seine Gesichtsmembranen flackern, als er ausatmet. Kochende Wut, das werdet ihr mir bezahlen, laut von sich gibt. Aber er hat damit tatsächlich seine gesamte Zug verbraucht, den Rettungswurf zu schaffen. Wo los, Niftukal, was möchtest du tun, außer weiterfilmen? Er hat jetzt eine Pistole. Du hast eine Pistole. Ja, das schießt aber auf den Batterianer. Das ist ein großes Ziel. Schieß auf den Batarianer. Der ist ja schon schwer angeschlagen, der Batarianer. Ja, und es gibt auf Ilium ein Trinkspiel, wer einen Batarianer zwischen alle 4 Augen trifft. Eine 19. Sicher, dass es nicht aus Omega ist? Eine 19 ist ein Treffer. Mit der Waffe machst du einen W6 plus deine Geschicklichkeit Schaden. Geschicklichkeit, ah. Also dein Geschicklichkeitsbonus. Ach stimmt, Volus, ne? Ja, dann sind es nur 4. Hey, aber Schaden ist Schaden. Ah, der kleine Scheiße hat auf mich geschossen. Unglaublich. Und er macht so einen halben Schritt rückwärts. Sein eines Auge hat er immer noch geschlossen, weil er da von der geworfenen Kugel getroffen worden ist. Er hebt so eine Hand. Ich bin raus. Hey, ich bin raus. Und versucht rückwärts in Richtung der Treppe zu stolpern.
Damit wäre er tatsächlich, wie er angekündigt hat, raus. Frau Over, was möchtest du tun? Ich würde mit der Waffe auf den Elko anlegen. Das ist der Letzte, der da ist noch, ne? Mhm. Sagen. Also an deiner Stelle würde ich deinem Kumpel folgen. Ich gebe dir noch etwa 2,5 Minuten und so lange brauchst du auf jeden Fall die Treppe runterzukommen, bis der Rest von meiner Mannschaft da ist. Einschüchtern? Ja. Kannst du gerne auch mit was anderem als Charisma machen? Ich habe nichts Höheres als Charisma, also passt schon. Dann nehmen wir wohl das. Dann nehmen wir wohl das. 7? Oh, süß. Haben wir doch den Reroll bekommen? Schicksals ergeben. Mein Leben ist verwirkt. Oh, er bleibt, ja? Er bleibt, ja. Die 7 hat nicht gereicht. Und ich sehe auch keinen Reroll, der im Chat auftaucht, um es auf magische Art und Weise zu retten aus der Situation. Möchtest du dann noch was tun, außer reden? Also wenn das noch nicht meine Action war, dann würde ich tatsächlich einfach nur versuchen, ihn die Treppe runterzustoßen. Gut. Biotikein. Yes. Ach, das ist nur eine 10. Dafür ist er zu fett wahrscheinlich. Ja, du schiebst ihn nur so einen halben Schritt von dir weg mit ausgestreckter Hand. Chiron. Oh ja, also richtig vibrieren zwischen Rot und Blau. Komme ich aus diesem Topf geschossen? Verlangt Blut und Innereien auf dem Boden von Elkor. Und würde dann entsprechend volles Fund wieder auf den Typen draufgehen, mit Tentakel würgen. Sehr schön. Was nicht so wirklich funktioniert bei dem. 18 plus 4 macht eine 22. Ist ein Treffer. Sowas von ein Treffer. Gib ihm Schaden. Oh yeah. Und das war eine 3 plus 2, sind wir bei 5. Und dann nehme ich meine zweite Attack natürlich. Ich bin ja immer noch in Rage und mache natürlich einen Unarmed Strike. Der ist nicht dick genug. 6 plus 4 sind 10. Ja, der kommt nicht durch die dicke Haut des Elko durch, um irgendwelchen Schaden zu machen. Klatsch, klatsch, klatsch. Du schlägst drauf in einen, aber sonst passiert nicht. Aber ich hänge sein Gesicht. Damit ist er auch dran und er versucht, dich so Seite zu schieben mit einer 19. Ist das, glaube ich, ein Treffer? Ja. Sind aber nur 3 Trefferpunkte Schaden und du nimmst den halben Schaden, also nur 2. Also 2, genau. Sexy. Während er sich hin und her wirft und in schwerer Panik und körperlichen Schmerzen. Es kann doch nicht sein, dass es so zu Ende geht. Niftukai. Du würdest sagen, es geht zu Ende. Der Elko macht nicht mehr viel Angriffe von diesem wahnsinnigen Hana mit. Du weißt nicht genau, was die Asari da macht. Die scheint sich zurückzuhalten irgendwie. Dann würde ich mal versuchen, einen Überblick über das Tohuwabohu zu bekommen, das hier gerade rum herrscht. Du siehst, dass in anderen Teilen der Bar andere Leute tatsächlich die Banditen oder was auch immer sie sind, die Söldner, die Leute, die versuchten, etwas hier, ein Drehbuch zu entführen, angegriffen haben und dass die meisten Kämpfe gerade auch zu Ende gehen und dass im Endeffekt der Elko fast mit der Letzte ist, der noch steht, während einige von den anderen auch schon am Fliehen sind, wie zum Beispiel der Batterianer, der schwer angeschlagen, dem du eben noch eine Kugel verpasst hast. Das ist fast zu Ende und das, wenn du das leise im Hintergrund richtig deutest, versucht auch die Energieanlage hochzufahren und würde gleich wieder alles hier stabilisieren. Ja, dann ist ja für den Effekt besorgt gewesen. Ja. Naja, Anvolos überzeugend zu aufgeben, das ist nicht so unsere Spezialität. Also würde tatsächlich anfangen, die Treppe runter zu tapsen. Mhm. Du tappst die Treppe runter. Du lässt den Kampf Kampf sein und gehst einfach. Die sind zu zweit und der Elkor, der kann einem ja fast leid tun. Gut, ihr seht das Niftukai. Und es gibt da noch einen Salarianer, den ich auf meiner persönlichen Abschlussliste seit gerade eben habe. Niftu.
Niftu geht weg. Du kommst also diese Runde auf jeden Fall, soweit, dass du die Treppe runtergehst und dich umschauen kannst. Mach mal einen Wurf auf Wahrnehmung, während rings um dich es stroboskopartig blitzt und leuchtet und laute Geräusche, Schüsse, überall Leute rennen durch die Gegend. Wahrnehmung geht auf. Weisheit. Weisheit, oh, ja, dann ist es eine 15. Und du kannst den Salarianer ausmachen, der in der Nähe des Eingangs tatsächlich da hockt und wild auf seinem Omnitool herumdrückt und versucht offensichtlich irgendwie irgendwas abzuwenden, irgendetwas zu beeinflussen und dabei leise vor sich hin flucht. Nein, 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 viel zu schnell, das kann nicht sein, das kann sich nicht so schnell erholen, das System, das war doch gerade ein schwerer Schock. Warum hat es das Ganze zurückgesetzt? Das kann doch nicht ernst, ich habe das noch niemals gesehen auf diese Art und Weise. Ah! Und ich nehme an, auf den tippelst du dann weiter zu. Auf den tippel ich zu und lade in der Zeit meinen Omnitool wieder auf. Gut, fahr over. Niftu Karl geht. Ja, Niftu, Niftu. Ich würde so halb aus meiner Nische raus stolpern und dann Niftu hinterher gucken. Der scheint einen Plan zu haben, der ist bei seinem Omnitool beschäftigt und geht die Treppe runter. Dieser feige Volus. Dann würde ich meine Waffe weiter auf den Echo richten. Und ich würde meine Action halten und ihm sagen, hör zu, du kannst jetzt sterben, du kannst gehen und dann sterben. Oder du verrätst uns vielleicht, wer dich schickt, warum er dich schickt. Und wir können gucken, ob wir dir helfen können. Überzeugen aber diesmal mit Vorteil. Mach mich nicht. Ach, das war besser, okay. 19. 19. Und du siehst regelrecht, wie er langsam einknickt, im wahrsten Sinne des Wortes, wie seine stämmigen Beine leicht sich beugen, er den großen, direkt den Körper übergehenden Kopf halbwegs senkt. Schicksalsergeben, ich ergebe mich. Bitte haltet den Hana von mir ab. Vage Panik, ich glaube, er will mir die Augen aus dem Kopf reißen. Ja, sah ein bisschen so aus und er hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Blasto. Überrascht und etwas erleichtert durch die Ablenkung. Ja, nicht wahr? Die Ähnlichkeit ist wirklich bemerkenswert. Ja, aber ich habe Blasto nie gesehen. Aber naja, ich denke, der Hana kann sich zurückhalten, oder? Zurückgehaltene Aufregung. Ich bin sehr großer Fan der Reihe und habe gehört, im 6. Teil tritt ein Elkor auf. Was macht das Kiron? Ja, ich bin gerade noch sehr stark am Überlegen, was Kiron tut. Ich bin in Rage. Deine Tentakel zittern. Meine Tentakel zittern so nochmal zu seinem Gesicht. Man sieht meinen Körper, weil ich einen Kopf hehe. Ganz aufgeregt vibrieren, richtiges Farbenschillern von oben nach unten. Ich lasse den Tentakel fallen, es fliegt weg. Ich schwebe so langsam mit meinem Körper runter zum Gesicht des, wie hieß dir das gerade nochmal? Zu dem Typen, der gerade vor mir ist. Echo, danke. Wow. Ja, dieser hier ist tatsächlich das Stunt-Double von Blastos für die letzten 5 Filme. Der Elkor dreht den Kopf halb in deine Richtung. Großes Staunen. Es ist mir eine Ehre, von Ihnen verprügelt zu werden. Könnte ich Ihr Autogramm haben? Vollkommen bereit dafür. Nehme ich den Tentakel zur linken, Zettel, Tentakel zur rechten, Stift, ziehe beides zusammen und mache halt einfach nur so einen Punkt da drauf und reiche ihm hin. Ich hoffe, Sie haben Freude. Niftu Karl, du weißt nicht, was hinter dir vorgeht, aber du hast das Gefühl, es wird nicht mehr geschossen, sondern geredet. Irgendwas mit Blasto, aber du hast vor dir dein Ziel. Genau. Wie abgelenkt ist er denn mit dem Rumtippeln auf seinem Umfeld? Sehr. Sehr. Dann würde ich ihm, wenn das möglich ist, von hinten die Ladung Elektrizität verpassen. Okay. Ja, gib mir mal einen Tech-Wurf, aber mit Vorteil. Eine 19 und eine 26. 26, plötzlich, ich muss vorrechnen. 24.
Ja, ja. Tipp, 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 tipp. Und dann berührst du ihn leicht mit deinem Omni-Tool. Ganz lässig aus der Hüfte heraus im Grunde. Es gibt ein helles Blitzen, der Salarinian schleudert das Pad, an dem er gearbeitet hat, und sein Omni-Tool von sich und landet dann zitternd und ausgestreckt am Boden. Dann würde... Ich glaube, wir haben sie alle. In dem Moment stabilisiert sich die Energiezufuhr der Bar wieder. Mit einem kommt das Licht zurück. Rings um euch ist Chaos. Leute haben Abendkleider zerrissen im Kampf. Mehrere von den anderen Leuten, die den Überfall gemacht haben, liegen am Boden. Die Tür geht auf. Der Batterianer, der gerade geflohen ist, kommt mit erhobenen Händen rückwärts wieder rein. Das Auge, das von Faovas Kugel getroffen wurde, ist inzwischen stark angeschwollen. Und auf der anderen Seite kommen mehrere Turianer in der blauen Rüstung von C-Sec hinterher, die Waffen gehoben. Alles in Ordnung? Endlich zur Sicherheit. Ja, ich denke. Und dann stupse ich den Salarianer vor mir. Sie machen keinen Widerstand mehr. Ja. Bitte alle die Waffen auf den Boden legen und davon zurücktreten. Wir übernehmen ab hier. Und die C-Sec-Offiziere fangen an, langsam sich in dem Raum zu verteilen und Leute mit Nachdruck zu verhaften und Handschellen anzulegen. Und mit einem leisen öffnet sich die Tür zum Erfrischungsraum und Manija Tekala wagt sich vorsichtig wieder heraus. Geht es dir gut? Ob es mir gut geht? Ja. Schätzchen, du bist gerade von einem Elko durch die Gegend gekugelt worden. Ach, das... Nichts für ungut, sagt sie in Richtung des Elkos. Ach, es ist nur eine Beule. Ja, eine große Beule. Ich meine, sie ist Elko groß, aber es ist nur eine Beule. Und das alles... Es tut mir wirklich sehr leid. Es sind so viele Sachen heute durcheinander gekommen, aber ich habe das Gefühl, jemand hat meine VI gehackt, um die Informationen zu bekommen, das dann erklären würde, warum die ganzen Termine auch durcheinander geraten sind. Oh, Niftukal, tut mir sehr leid, der Zwischenfall. Vielleicht setzen wir uns ein Gespräch woanders fort? Oder kommen Sie, wenn Sie bereit sind, kommen Sie doch hoch. Ja, dann würde ich... Nifto würde sich vorher kurz beim, als es hieß, die Waffen fallen lassen, weil er hatte noch die eine Söldnerwaffe in der Hand, würde dann sich so ein bisschen auf die Knie gehen lassen, die so ein bisschen, als ob er taumelt ist. Sprich, man sieht ja auch das Loch, die Kampfsiegel haben sich zwar geschlossen vom Anzug, aber das ist ja. Und so auf die Knie gehen und dabei würde er versuchen, das Omni-Tool von dem Salarianer einzustecken. Naja, Fingerfertigkeit, Sleight of Hand. Eine 16 minus meinem Abzug macht ein 15. Ja, tack, 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 das ist ganz schnell in einer von den Taschen an deinem Druckanzug verschwunden und eingepackt. Manija setzt sich wieder auf den Platz. Die C-Sec-Offiziere verhaften den Elkor, wobei es kurze Diskussionen gibt, ob man Elkor Handschellen anlegen kann, angesichts der Tatsache, dass sie ihre Arme auch brauchen, um zu laufen. Aber dann wird er einfach mit vorgehaltener Waffe wegeskortiert, während er traurig, aber schicksalsergeben, bitte verwahren Sie das Autogramm gut auf für mich, darauf besteht, dass sein Besitz in Ruhe gelassen wird. Und... mit einem nichts für ungut, Madam, dergleichen, werdet ihr in eurer Sitzecke erstmal allein gelassen. Ein weiterer Offizier kommt noch vorbei. Brauchen Sie noch Betreuung? Sollen wir Medics rufen? Ihr könnt unter Umständen ein, zwei Medipacks gebrauchen. Und ich würde mich aufs nächstbeste Sofa, selbst als schwebender Hanar, ganz seichte langsam hinlegen, noch einen Tentakel heben. Und ein alkoholisches Getränk wäre dies mir wirklich, wirklich angenehm. Bitte Eis gekühlt. Geht aufs Haus, kommt es von einem der Barkeeper. Und kurz darauf, ihr könnt euch da alle zusammenfinden, kommt eine weibliche Turianerin vorbei, die mit der weißen Uniform und den Abzeichen einer Medic angetan ist, die tatsächlich mit ein paar schnellen Applikationen von Medigel und verschiedensten anderen Mittelchen, sie scheint kurz zu zögern, wie man einen Hanar behandelt, schlägt dann kurz was in dem Omni-Tool nach und gibt ihr dann ein paar Injektionen, sodass ihr recht gut zusammengeflickt dort zusammensitzt.
während Manija das gesamte Menü rauf und runter bestellt und sich vor euch in reihenweise Getränke und verschiedenste Snacks auftürmen für verschiedenste Verdauungssysteme. Ihr Tentakel hängen sich in 4 Gläser rein. Ich rette eins der Gläser noch für mich. Ja, ich lobe mir da die Druckkapseln und regelmäßig gewechselt an der Anzugeinführung. Also, die Aufnahmen, wenn ihr einverstanden damit seid, würde ich die an Galactic News verkaufen. Für den Zwischenfall. Aber euch natürlich daran beteiligen. Die zahlen gar nicht so schlecht. Mir war gar nicht bewusst, dass der Drehbuchmarkt auf der Zitadelle so hart umkämpft ist. Ja, was für ein Drehbuch war das? Naja, sie schaut rüber zu Chiron. Möglicherweise habe ich gerade auf meinem Tisch das Drehbuch für Blasto 6, Partners in Crime. Und mögliche Spin-offs werden auch gerade verhandelt. Oh, vielleicht auch Chiron mal sein... Sie schaut ihn an, sucht nach dem richtigen Begriff und sagt dann, Gesicht zeigen könnte und nicht nur seine athletischen Fähigkeiten. Aber ich frage mich wirklich, wer so jemanden anheuert und bereit ist, Gewalt auszuüben, um das Ganze zu bekommen. Die meisten Leute versuchen einfach, irgendwas zu hacken oder zu betrügen. Ausgesprochen ungewöhnlich. Auf jeden Fall sind sie vorsichtig. Sie sind auch nur von einem Mittelsmann angeheuert worden. Hast du einen Namen? Das war der Bodlus, gell? Also der Elkor Bodlus, ja. Bodlus. Zumindest ist das Ihr Auftraggeber gewesen. Haben Sie noch mehr Informationen? Nifta holt das Omnitool raus, was er gerade eben rekuperiert hat, legt es auf die Handfläche und man sieht so lauter holographische Kreise, die sich so drumherum bewegen. Kurz noch, er war tatsächlich kein Stümper, was seine Verschlüsselung angeht. Aber es wird bestimmt noch ein wenig was rauskommen. Ja, höchst interessant. Also, ich will ja nicht voreilig sein. Und Schätzchen, ich weiß, du hast natürlich eigentlich einen festen Job. Aber während wir nach Finanziers für Niftukals Biopic schauen und Chiron wir darüber verhandeln, über eine größere Rolle oder sowas, ich meine, es wirkt fast so, als wärt ihr auch eine ziemlich gute Truppe für, sage ich mal, Ermittlungen in solcher Hinsicht. Bisschen schnüffeln, ein bisschen hacken, bisschen, sie macht so eine Tentakelgeste, Druck ausüben. Das ist eine Tentakel, eine einzige Tentakel nehme ich so hoch, roll sie so ein kleines bisschen zusammen und lass sie so hin und her wiggeln. Da haben Sie vollkommen recht. Diese hier kann, und ich nicke mit meinem Kopf zu meinem eingerollten Tentakel, auch die Faust schwingen lassen. Hervorragend. Dann hätte ich wenn das die Verhandlungen fürs Biopic beschleunigen können, dann werde ich das natürlich durchaus in Betracht ziehen. Sagen wir so, wenn ich mir keine Sorgen drüber machen muss, dass die Leute, die an meine Daten herumkommen wollten, es wieder versuchen, weil ihr euch darum gekümmert habt, kann ich natürlich all meine Energie hineinstecken, um die Produktion von Biotic God, Biopic voranzutreiben. Ach, da geht er hin, mein Urlaub. Na fein. Ach, als könntest du einfach singen, warum still rumsitzen. Ansonsten wärst du nicht zu den Kommandos gegangen, Fova. Sie neigt sich zur Seite. Ihr Vater ist Groganer. Sie hat das im Blut. Das hatte ich mir schon gedacht nach der Attacke auf den Echo. Ich habe die obligatorische Kopfnuss vermisst. Wenn es noch länger gegangen wäre. Naja, sie wollte immer mit dem Kopf durch die Wand, als sie klein war. Mutter! Alles gut. Ich freue mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Und vielleicht kenne ich dann auch jemanden, der ganz gut in diese Riege passen würde. Hm? Aber für heute war es das erstmal. Für unsere kleine Testrunde.
Ich merke, wir müssen die biotischen Kräfte noch ein bisschen mehr verteilen mit unterschiedlichen Sachen, aber immerhin schon mal Barriere als Reaktion ist eine ziemlich gute Idee, dass das zumindest keine Aktion ist, sondern schnell hochgeworfen werden kann. Aber ansonsten war doch da schon sehr viel Schönes bei. Ja, ich bin vollkommen zufrieden mit dem Berserker. Der Berserker-Hana. Tentakel, Tentakel, Tentakel. Der Hauptsache-Tentakel. Und vor allen Dingen das Positive am Hana ist, wenn ich nah genug an zwei Leuten stehe, kann ich beide wirken. Das war nämlich vorhin, das war vorhin meine Idee beim hier Dingens und dem Dangens. Ich merke mir Sachen so schlecht in letzter Zeit, aber ganz am Anfang, also ja, ihr habt recht. Wo eben ich den einen gepackt habe und ihn nochmal gepackt habe, da wollte ich eigentlich den anderen packen. Da hatte ich noch gefragt gehabt, so stehe ich nah genug an dem dran, um den auch zu attackieren. Das ist halt mega strong. Now kiss. No kiss. Oh, wunderbar. Sehr schön. Passenderweise halt übrigens das Hundetier, das eben hier beworben wurde, gerade hier seine Sonderfähigkeit verwendet, um heiße Luft zum Stinken zu bringen. Wow. Das ist ein guter Zeitpunkt, um den Stream zu beenden. Es war mir eine Freude, mit euch zusammenzuspielen. Sehr, sehr schönes, schräges Team mit unserem, mit veroverte Carla und ihrer Mama, die ganze Zeit versucht, sie fernzusteuern. Wenn das Würfelpech von WTF nicht einfach so gnadenlos wäre, kontinuierlich, wäre da auch noch viel mehr mit passieren. Aber das ist doch schon fast legendär. Ja, habe ich mir auch sagen lassen, dass es nicht nur meine Runden sind, in denen das so passiert. Hey, aber es funktioniert trotzdem, deswegen, es passt doch. Ich arbeite dran, ja. Wir haben alle überlebt. Aber ganz knapp nur, Mr. Hana. Ja, wenn du nicht in Raserei verfallen wärst, wären das zu viele Trefferpunkte gewesen. Ja, ein zweiter Schuss und beim Volus wären auch die Lichter aus gewesen. So ist es hier nicht. Der hat so viel. Nee, also ich hatte echt viel Spaß. Ja, es war eine Freude, mal wieder im Mass Effect-Universum unterwegs zu sein. Meine Mitspielenden waren WTF von Orkech im Geschmack, wo man sie regelmäßig spielend vor der Kamera sieht, mit D&D in der Regel und das sonntags. Ist das richtig, auch der nächste Termin? Das ist richtig. Ich überlege gerade, was der nächste Termin ist. Wir haben tatsächlich wir spielen diesen Sonntag, aber nicht D&D ausnahmsweise, sondern Vampire. Ja, Halloween Edition quasi. Das ist mein erstes Mal Vampire, ich bin ganz aufgeregt. Die fünfte, die V5? Oder? Die fünfte, ja. Bin gespannt, okay. Walker, den findet man häufig bei uns im Stream, zum Beispiel freitags auch wieder. Und ansonsten bei sich bei Hyped for Streams. Was steht an? Genau, tatsächlich die Woche nichts mehr, weil Freitag habe ich Familienbesuch. Samstag habe ich Familienbesuch, Freitag bin ich bei euch, aber ist fast dasselbe für mich. Dementsprechend, diese Woche nichts mehr bei mir selbst, aber dafür Freitag sehen wir uns für ein bisschen granatenstarke Action in Night City. Und zu guter Letzt der Florian, früher auch bekannt als der Studiogeist, als nicht so geil. Florian streamt nicht selber, aber dafür war er aber endlich mal wieder bei uns. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mit deinem kleinen... Danke, dass du geliked hast. Ja, vielen Dank. Doch. Was passiert hier sonst noch? Wie ihr erfahren habt, am Freitag ist der Walker wieder dran. Nico, haben wir morgen einen Talk? Ich habe gerade mit Patrick gesprochen und er ist sich nicht sicher, ob er was zu erzählen hat. Du könntest doch einfach Mass Effect weiterstreamen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich könnte einfach morgen Mass Effect weiterspielen und das streamen, weil wir möglicherweise keinen Talk haben. Und am Sonntag bin ich ausgeliehen. Da mache ich Spielleitung bei Annie the Duck, Annie die Ente, für deren Halloween-Event und versuche eine Bande von 7 Influencern durch ein Halloween-Abenteuer zu leiten. Wir sind gespannt und ich am allermeisten, ob das gut funktionieren wird. So, vielen Dank auch an euch Lieben im Chat. Passt auf euch auf, macht's gut und mal schauen, was mit dieser kuriosen kleinen Mass Effect-Runde noch weiter passieren wird. Ich schätze, wir werden jetzt irgendwo hin raiden und ich drücke gleich auf den Knopf. Release the Kraken! In diesem Sinne. Tschüss von uns allen, macht's gut, bis dann. Bye-bye.